Ja, dann herzlich willkommen, meine lieben Weggefährten und Weggefährtinnen. Heute bei unserer Gründungssitzung des Ubuntu-Dachverbandes im deutschen Sprachraum. DACH, also als Abkürzung DACH für Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ich kann sagen, auch Südtirol hat sich da schon angeschlossen. Ubuntu ist das Zulu-Wort für Ich bin, weil wir sind. Es ist eine Gemeinwohlbewegung, die darin besteht, dass Menschen sich verwirklichen sollen nach ihren Fähigkeiten, nach ihren Neigungen und Talenten. Das, was ihnen Freude bereitet, in die Gemeinschaft einbringen. Im Gegenzug sind dann, wenn es gut organisiert ist und richtig gemacht, alle immer ausreichend versorgt. Die Idee ist sehr naheliegend und sie ist aus unserer Sicht eine unpolitische. Es gibt ein 30-Minuten-Gespräch zwischen mir und dem Michael Challenger, mittlerweile auch mit deutschen Untertiteln auf YouTube, wo wir zu der Erkenntnis kommen, dass der von mir bisher vertretene kooperative Individualismus nur eine andere Beschreibung des Ubuntu-Prinzips ist, des Kontributionismus, den der Michael Challenger vertritt. Wir haben mittlerweile auch das Ergebnis erhalten, das offizielle Ergebnis, dass er mit der Ubuntu-Partei in Südafrika nur 7.000 Stimmen erreicht hat. 45.000 hätte er für den Einzug ins Parlament gebraucht. Er hinterfragt das jetzt ganz massiv, denn er hat ca. 200.000 Mails erhalten. Also es ist sehr merkwürdig, was da passiert ist. Aber das ist uns ja bekannt. In Parteiendemokratien passieren oft Dinge, die fragwürdig sind. Deswegen ist Ubuntu, der Dachverband im deutschen Sprachraum, auch unpolitisch. Wir sind keine politische Partei, wir wollen auch keine werden. Es hat eben den Grund, dass wir für alle offen sein wollen. Wir wollen ja eine außerparlamentarische Alternative sein, damit Menschen, die aus unterschiedlichen Parteien des alten Systems gemeinsam kooperieren wollen, das bei uns tun können. Ja, also wir sind sozusagen das Sammelbecken für diejenigen, die ihr Vertrauen und ihre Zuversicht in die bisherige Parteiendemokratie verloren haben, um in der Kooperation im Gemeinwohl eine Alternative aufzubauen. Wir vernetzen uns insbesondere mit thematischen Gruppen, also mit Leuten, die sich mit freien Energietechnologien beschäftigen, die sich mit völlig neuen medizinischen Alternativen wie Informationsmedizin, Quantenheilung und Ähnlichem beschäftigen, mit Menschen, die Aquaponik und andere Methoden der Selbstversorgung mit Lebensmitteln beherrschen und vertreten, mit Leuten, die Fabricator und 3D-Drucker in Betrieb nehmen, um sich selbst das herzustellen, was sie benötigen. Das heißt, unser Ziel ist es, die Menschen in kleinen Gruppen in die Autarkie zu führen, in die Unabhängigkeit von großen, undurchsichtigen, intransparenten Systemen, die erfahrungsgemäß von kleinen Gruppen im Hintergrund ausgenutzt werden, zur Übervorteilung des Rests der Bevölkerung. Im tieferen Hintergrund liegt da natürlich unsere Rechenmethode, die doppelte Buchhaltung, ja, als Kern unserer Probleme, wie ich ausreichend glaube, bewiesen zu haben, vor allem auch auf meiner Homepage www.franzhoermann.com und auf antibilanz.info. Da sind die wissenschaftlichen Grundlagen der Widerlegung dieser Form des Rechnungswesens zu finden. Es gibt natürlich beliebig viele andere alternative Formen. Wenn wir kooperieren wollen, dann können wir das auch mit einem entsprechenden Rechnungswesen absichern. Das ist überhaupt kein Problem. Im Idealfall wird das dann mehrdimensional sein und wir werden dann vor allem kooperieren. Das heißt, wir werden uns Ziele setzen, inhaltliche Ziele, was wir da gemeinsam für uns alle entwickeln wollen. Wir verfolgen dann nämlich den Prosumentenansatz. Ja, das heißt, die Konsumenten, die etwas haben wollen, die setzen sich zusammen und produzieren das dann auch, weil ja der Konsument, das heißt der Anwender, in letzter Konsequenz der ist, der dann auch über die Qualität eines Produktes entscheidet. Der weiß ja dann, ob das seinen Vorstellungen gemäß funktioniert oder nicht. Und wenn er dann auch die Produktionskapazität und das Know-how hat, dann kann er das auch jederzeit verändern und das ist dann der Optimalfall. Ja? Der Optimalfall ist, wenn der, der etwas verwenden will, auch die Fähigkeiten hat, das selber herzustellen. Ja, dann ist es eine eigene Qualitätskontrolle, besser könnte es gar nicht sein. Diesen Weg werden wir jetzt mit dem Ubuntu-Dachverband beschreiten und heute, wie gesagt, ist unsere Gründungssitzung. Wir setzen uns unsere Ziele, wir haben ja auch einen hervorragenden Experten für Vereinsrecht und für Vereinsstatuten, der als Gründungsmitglied uns hier auch mit unterstützt, das ist der Wolfgang Biebel. Schön, dass du da bist und uns begleitest.
Und wir haben dann natürlich auch noch etliche andere Verbündete und Wegbegleiter, die im Herzen schon Ubuntu-Mitglieder sind. Es ist gerade der Andi Körber gekommen, herzlich willkommen. Und ich sehe, hat er glaube ich auch Instrumente dabei? Ja, das heißt, wir werden dann auch noch musikalische Genüsse erfahren dürfen. Ja, wunderbar. Und dann haben wir auch einen Buchautor dabei, ja, der uns vielleicht noch ein bisschen was erzählen wird von einer Publikation, die jetzt demnächst öffentlich verfügbar sein wird. Auch da geht es im Kern um das Gemeinwohl, nämlich darum, dass es nicht mehr notwendig sein wird, bestimmte Rechentechniken zur Übervorteilung der Menschen verwenden zu müssen. Denn wenn wir etwas haben wollen, zum Beispiel mehr Wohlstand, dann können wir es alle gemeinsam erreichen. Nicht? Die Welt ist spannenderweise eben kein Nullsummenspiel. Ja, das ist das, was uns die doppelte Buchhaltung vortäuscht. In Wahrheit können wir alle gemeinsam reicher werden, denn wenn wir unser Know-how fortentwickeln, das ist unsere Kompetenz, unsere Fähigkeiten, dann werden uns auch die Ressourcen nie ausgehen, weil wir etwas, das knapp wird, jederzeit durch etwas anderes mit gleicher Funktionalität ersetzen können. So, dann würde ich vorschlagen, schreiten wir vielleicht zum ersten Tagesordnungspunkt, informell, wenn man das so sagen kann. Wer möchte denn Gründungsmitglied sein im Ubuntu-Dachverband? Wer erklärt sich bereit, als Gründungsmitglied hier diese Funktion zu übernehmen, dass wir uns einmal im Monat zusammensetzen, dass wir Schnittstellen zu verschiedenen fachlichen Initiativen aufbauen? Jeder hat so seinen fachlichen Schwerpunkt, jeder hat sein Steckenpferd und stellt eine persönliche, lebendige Schnittstelle zwischen Ubuntu und seinen Fachbereichen dar. Diese Personen werden jetzt einfach hier acht stimmen. Unser Schriftführer bereitet gerade seine Unterlagen vor. Ich danke dir, Wolfgang, besonders lieb von dir. Also ich erkläre mich natürlich bereit. Wer ist noch dabei? Aha, ja, wunderbar. Wolfgang wird das dann alles berichten. Wer möchte Gründungsmitglied sein bei Ubuntu Dachverband? Ja, wir sind schon, aber trotzdem die Hand hoch. Wer halt heute hier ist und noch dazukommen will, ja. Also ich werde das dann dem Wolfgang Bühler bekannt. Welche Rechte und Pflichten? Also einmal im Monat werden wir uns treffen. Und es ist sicher nicht so, dass man da jedes Mal dabei sein muss. Nicht? Okay. Aber ich würde sagen, drei Viertel der Termine sollten wir. Ja, dann schreibt es. Müssen wir uns aus. Wunderbar. Ja, dann werden wir. Jeder erste Dienstag ist aus. Jeder erste Dienstag im Monat, jeder erste Dienstag im Monat wäre an und für sich unser Meeting festgesetzt. Bitte? Wolfgang, zu den Bestehenden, können wir uns mit Ihrer Ponte, Herr Ponte, kriegst du noch zu? Ist das unter Tag? Mit dem Arm offen. Wir werden das am Abend, geht es am Abend? Ich würde schon sagen, am Abend. Das kann 17, das kann 18 Uhr sein. Man kann natürlich auch zu spät kommen, das ist kein Problem. Ja, wir werden das nicht... Auch früher? Wie wir das schaffen, sich auch schon früher treffen. Gar keine Frage, der erste Dienstag im Monat. Warte mal, das heißt, was für Rechtsform? Verein. Verein. Es wird ein Verein. Es wird ein Verbandsverein. Bitte erklär das. Es wird ganz korrekt ein Verbandsverein gemacht. Ein Verbandsverein ist ein gewöhnlicher Verein, der selber wieder Vereine als Mitglieder hat. Also ein Dach. Verband ist noch einmal drüber. Der hat wiederum der fast verschiedene Verbände und Vereine zusammen. Ja, danke vielmals. Was ist der nächste Schritt? Es gibt bereits einen Entwurf der Vereinsstatuten. Ich habe ihn auch schon fast zur Gänze durchgelesen und werde dem Wolfgang dann heute noch ein paar Tippfehler zeigen. Am Nachmittag, wenn wir zusammensitzen. Unmöglich. Beweisen, dass es das gibt. Und ein Manifest. Und ich würde vorschlagen, wir schicken dann, das ist glaube ich auch in deinem Sinn, wir schicken diese Vereinsstatuten dann alle Gründungsmitglieder zur Durchsicht und werden dann über diese Vereinsstatuten das nächste Mal einfach abstimmen und sie dann annehmen. Und das heißt, dass wir dann bei der nächsten Sitzung, nach der nächsten Sitzung und dem Beschluss der Statuten, offiziell das einreichen können zur Anmeldung. Ja. Wunderbar. Wie sieht es mit unseren Mitgliedsbeiträgen aus? Haben wir da schon etwas beschlossen oder eine Vorstellung? Wir haben beschlossen 24 Euro im Jahr. Ja, genau, richtig. 24 Euro im Jahr. Ich glaube, das kann man auch in Teilbeträgen zahlen, glaube ich. Ja, aber ich bin nicht glücklich darüber. Das heißt, wir können bei jeder Sitzung monatlich ein Schweinerl herumgehen lassen, wo jemand 2 Euro einwerfen kann. Also diese Verwaltung kostet mehr als der Mitgliedsbeitrag. Gut, also 24 Euro im Jahr, ich glaube, das ist leistbar. Ja?
Ja, das geht auf jeden Fall. Spenden sind natürlich immer möglich und herzlich erwünscht. Spenden nicht nur im Sinne von Geld, sondern auch von Dienstleistungen, von Kontakten, von Ideen, was auch immer. Jeder ist dazu auch aufgerufen, für Mitglieder zu werden, für gute Ideen, für Projekte und Vernetzungen. In letzter Konsequenz werden wir uns dann auch eine entsprechende Internetplattform suchen, wo ich momentan jetzt seit ein paar Tagen auch Mitglied bin, und was ich empfehlen kann in dem Zusammenhang, das sind die Informisten. Informisten.de ist eine ganz interessante Entwicklung, ein soziales Netz, das dem Facebook nachempfunden ist, aber wesentlich mehr Möglichkeiten bietet hinsichtlich der praktischen Aktivitäten zur Weiterentwicklung der Demokratie. Dort ist auch ein Crowdfunding-Tool eingebaut, ja, und ähnliche Dinge, und auch die Montagsdemos in Deutschland werden momentan damit organisiert. Es gibt auch schon ein paar österreichische Städte, wo zwei, drei Leute schon Montagsdemos organisieren damit. Das ist eine sehr interessante Entwicklung. Ich werde wahrscheinlich nächsten Montag auch bei der Montagsdemo in Wien sein, weil ich mich da mit dem Ken Jebsen treffen werde, der mich da interviewt. Und anschließend gehen wir dann zur Montagsdemo. Ja, da werden wir uns dann entsprechend wiedersehen. Gut, was steht sonst noch hinsichtlich unseres Gründungstreffens auf der Agenda? Wolfgang, gibt es noch was, was unbedingt notwendig ist? Von mir aus nicht. Ne? Von dir aus nicht. Ja, bitte. Die Statuten hätte ich gerne auch noch vorher angeschaut, weil ich habe mir auch irgendwie frei. Ja, ja, also es werden, wenn ihr eure E-Mail-Adresse bekannt habt, kommt ein Rundmail und bis zum nächsten Treffen. Machen wir das am ersten Dienstag im Juni. Ja, ersten Dienstag im Juni wird das nächste Vereinstreffen sein, und da werden wir dann diese Statuten durchbesprechen und beschließen, und danach können wir dann den Verein anmelden, und dann geht alles seinen formellen Weg, und dann gibt es den Ubuntu-Dachverband. Im nächsten Schritt werden wir uns dann auch Veranstaltungen überlegen, also nicht nur unsere Vorstandssitzungen, sondern wir werden dann auch gemeinsam in die Öffentlichkeit gehen, auf uns aufmerksam machen und eben erklären, dass es diese Alternative gibt, sich außerhalb der heute im Parlament vertretenen politischen Parteien zu organisieren, um die Demokratie weiterzubringen und eben eine Alternative zu leben, die nicht darin besteht, sich gegenseitig verächtlich zu machen und irgendwie Wählerstimmen wegnehmen zu wollen. Nicht, also ob man sich jetzt gegenseitig Geld wegnimmt oder Wählerstimmen, ist im Prinzip ja wurscht. Ja, man beraubt sich immer gegenseitig und kann damit eigentlich nicht wirklich gut Freund sein. Auch wenn diese Leute dann miteinander gern zum Heiligen gehen, aber zumindest vor laufender Kamera müssen sie diese Feindschaft durchspielen, und das ist ja nicht gerade sehr unterhaltsam. Da hat auch die Bevölkerung nichts davon. Ja, dann danke ich euch für euer Interesse, und der Gernot hat jetzt noch eine wichtige Sache. Ja, danke, dass ihr alle recht gekommen seid. So zahlreich, möchte ich mal sagen, weil das ja sehr kurzfristig veranschlagt war. Ich möchte auch ganz kurz zu Ubuntu was sagen. Ich bin eigentlich sehr stolz, dass ich den Franz dazu motiviert habe. Ja, das soll es nämlich den Hintergrund wissen. Ich habe seit einem Jahr oder seit eineinhalb Jahren habe ich ihn immer gebeten, gefragt, ob man nicht Human Way etwas verändern könnte. Nicht? Also vom Namen und so weiter. Und da war er noch sehr. Bin ja auch heute noch vorsichtig. Auf alle Fälle, ich habe ihn dann sonntags mal angerufen und gesagt, du, wie wär's? Sagte er, der Michael Tettinger hat mich auch gefragt, und dann haben wir gesagt, okay, wir werden euch dazu motivieren. Was den Dachverband anbelangt, bin ich dir sehr dankbar. Ich habe nämlich auch einen Verein gegründet, der dann Mitglied des Dachverbandes werden wird, und zwar, der nennt sich Ursprung Medizin, hat die nächsten Tage einige Veranstaltungen, beginnend morgen in Graz, wo wir auch über Ubuntu sprechen werden, auch wo mein neuer Freund Monte Cristo dabei ist und der Franz Hörmann, beziehungsweise am Donnerstag werden wir wiederum die beiden Herren in Kreisdorf geladen haben mit Gerhard Rössler aus Deutschland und Gottlieb Rössler von Geier. Und am Freitag und Samstag ist dann eine ganz tolle Messe, was Gesundheit anbelangt. Die Programme habt ihr im Netz gesehen, und mir wurde mittlerweile gespiegelt, dass egal wo, so eine Messe in dieser Form noch nie stattgefunden hat. Und zwar, weil dort ein paar Neuigkeiten dargelegt und vorgestellt werden, die noch nicht bekannt sind. Also, ich freue mich, dass wir da sind. Lieber Franz, du bist für das nächste Meeting wieder verantwortlich, nämlich aus dem Ort aufgeladen. Ja, wunderbar. Dann danke. Wie gesagt, jetzt der 16. und 17. wird die Gesundheitsmesse sehr interessant.
14. habe ich dann meinen Vortrag, also morgen. Morgen in Graz. Und am Donnerstag in Gleisdorf. Und am Samstag aufgrund von 700 Leuten bei einer Firmenfeier. Das ist alles klar und ich werde schauen, dass ich fit bleibe bei dieser Veranstaltung. Ich habe nämlich nebenbei auch noch meinen letzten Teil meiner Blogvorlesung hier an der Wirtschaftsuni und am Freitagabend auch noch einen Ball mit meiner Familie, Matura-Ball von meiner Tochter. Also ich bin jetzt zugedeckt. Es wird auf jeden Fall spannend. Aber ich weiß ja, wie ich mich mittlerweile gesund halten kann. Da habe ich auch gute Berater unterwegs. Also recht schönen Dank, ihr werdet weiter von uns hören und wir werden über unsere Website ubuntu.d-a-ch.info laufend unsere Veranstaltungen bekannt geben und uns dort weiter vernetzen. Danke für euer Dasein und jetzt noch viel Vergnügen bei unserer freundschaftlichen Vernetzung. Dankeschön. Nachdem ja viele sich sehr für dieses Buch interessieren, uns einige Worte dazu zu sagen. Er hat gestern die Prospekte frisch aus der Druckerei geholt, damit wir sie heute verteilen können. Ja. Und da ist wirklich hat's Gas gegeben. Und es sind auch einige Leute da, das weiß ich, die sich für Inhalte interessieren, was so die wesentlichen Themen sind. Und deswegen möchte ich schon bitten, auch Okidok ist deswegen da, den Herrn Habi bzw. Andreas, zum Buch und einigen Inhalten vielleicht was zu sagen und vor allem auch, wenn Sie Fragen haben, ihr könnt sie ja nicht stellen, weil ich glaube, dass es sehr viele Fragen gibt, wie man überhaupt dazu kommt, den Mut zu haben, solche Bücher zu schreiben. Und das ist nicht ohne. Zunächst einmal möchte ich mich herzlich bedanken für die Einladung, heute hier da sein zu dürfen. Ich war etwas überrascht, ich habe gestern am Abend erfahren, dass ich eine Vorlesung oder eine Lesung hätte halten sollen und dann etwas dazu sagen sollen. Ich bin also völlig unvorbereitet hierher gekommen, muss gestehen. Das ist immer besser. Ja, der Bertolt Brecht hat ja gesagt, mach nur einen Plan und glaub, du bist ein großes Licht und mach einen zweiten und sie beide gehen nicht. Genau. Also, entschuldigt bitte die kleinen Pannen. Ich muss mich gewöhnen an das. Ich bin nicht gewohnt, vor der Kamera zu stehen, permanent mit dem Mikrofon. Ich freue mich jetzt aber noch einmal, hier sein zu dürfen und muss gestehen, mein erster Eindruck ist, es ist wie eine Familie bei Ihnen hier. Ich weiß nicht, wie oft Sie sich alle schon gesehen haben und wie gut Sie sich alle kennen, aber man fühlt sich irgendwie gleich aufgenommen, zu Hause, weder unter Druck noch unter Stress. Man schaut nicht, wer ist der andere, woher kommt er, was besitzt er, was hat er. Das ist alles nicht entscheidend, sondern das sind die Gesichtsausdrücke. Und es gibt ja noch das Sprichwort, der Amerikaner sagt, you will never get a second chance for the first impression. Also für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Das war auch ganz interessant, dass ich draußen aus dem Auto ausgestiegen bin, ist mir eine Dame zugelaufen, die mich gleich angesprochen hat, was ich da in meinem Kofferraum versteckt habe. Das passiert dann immer auch nicht offen. sonst macht das immer die Polizei schreien. Aber ich bin durch einen merkwürdigen Umstand zu dem Handkurs gekommen, dass ich ein Buch schreiben musste über das Thema Geld. Das tat ich früher eher in Vorträgen. Ich habe auf der Wirtschaftsuniversität in Wien auch sehr viele Gastvorträge über Volkswirtschaft und Unternehmensfinanzierung gehalten, seinerzeit für einen Geschäftsführer aus einer Tochterfirma von meiner Holding in der Schweiz, Frau Dr. Hohenberg. Und habe über das Thema Geld schon einige Sachen gesagt oder zu sagen gehabt. Und jetzt hat ein Buch geschrieben, das letzte war der Bankster Club. Zum Thema Geld, glaube ich, ist relativ wenig zu sagen. Der mir spontan einfällt, ist der Johann Nestroy, der hat einmal gesagt, ich danke den Phöniziern, dass sie vor 4000 Jahren das Geld für uns erfunden haben. Ich frage mich nur, warum bloß so wenig davon. In Wahrheit war es ja nicht so. Wir haben ja nicht so wenig Geld, es ist ja nur eine Frage der Verteilung. Und für mich hat dieses Thema der Verteilung in diesem neuen Buch eine große Rolle gespielt. Aber vielleicht kann ich ein, zwei Sätze. Gibt es einen Zeitrahmen, den ich jetzt einhalten muss? Nein, schon überschritten. Drücken wir es aber so aus. Wenn ich zur Schlaftablette werde, dann bitte gebt mir ein Zeichen. Wenn ich langweilig werde, dann höre ich auf. Ich bin
Wir sitzen bis heute auf der Bühne. Danke, Mädchen. Ich bin wirklich durch Zufall zu diesem Buch gekommen. Ich habe das nicht geplant. Und zwar deswegen nicht, weil ich von meiner, ich muss jetzt aber so sagen, von meiner psychischen Konstellation her eher nicht dazu geeignet bin, die Exkremente aus den Banksektoren und aus dem Bankapparat durch meine Labors zu lassen und die genauer zu untersuchen. Das ist aber leider Gottes passiert. Und wenn ich das jetzt so höflich umschreibe mit Exkrementen, es ist ein ganzer Haufen, der mir da plötzlich vor die Tür geladen wurde, mit dem ich nicht gerechnet habe und ich plötzlich Dinge aufarbeiten musste, die mich weder interessiert haben, noch mich in irgendeiner Form seelisch oder herzlich gereizt haben, auf mich weder eine erotische Wirkung gehabt haben, aber trotzdem eine sehr anziehende und einen sehr magnetischen Effekt gehabt haben, weil ich Dinge gesehen, gehört und gelesen habe, die ich mit zunehmender Dauer nicht glauben konnte. Also es war eine sehr, sehr schöne Performance, also wirklich eine schöne Steigerung, die ich da erlebt habe. Begonnen hat es eigentlich damit, ich hatte im Herbst vergangenen Jahres vorgehabt, eine PR-Kampagne in knapp 30 Ländern zu machen mit einer präkolumbianischen Goldsammlung. Das war ganz harmlos. Das ist eine Goldsammlung aus dem ersten Jahrtausend. Die wollte ich stiften für einen globalen Ideenwettbewerb. Und in dieser Zeit, als ich gerade mit meinen PR-Beratern und mit einigen Journalisten daran gearbeitet habe, weil wir das in Südafrika, weil wir das in Südamerika platzieren wollten, kontaktiert mich eine Dame, eine Leserin, die mich ein Jahr vorher bei einer Lesung, wo einmal gehört und gesehen hat und darauf angesprochen hat und gesagt hat, sie, ich habe ein Problem mit einer Bank und nachdem ich weiß, dass sie selbst mit Banken zu tun gehabt haben, ich war selbst auch einmal, ich weiß nicht, ob einige von Ihnen bekannt ist, ich war für die UBS einmal tätig, ich war für Morgan Stanley, ich hatte selbst meine eigenen Fonds und meine eigenen Investmentgesellschaften, unter anderem in der Schweiz, habe über die österreichische Kontrollbank ein paar hundert Millionen Euro Wertpapieremissionen durchgeführt und habe meine Erfahrungen darin gesammelt. Und die spricht mich an und sagt, sie, ich habe ein Problem mit einer Bank. Und ich wollte mit Banken nichts mehr zu tun haben. Und habe gesagt, sie, das ist eher nicht meine Sache. Aber nachdem sie mir die Geschichte dann erzählt hat, habe ich plötzlich, ist das Helfersyndrom in mir aufgekommen. Und ich habe mir gedacht, na, vielleicht kann man dieser Dame doch irgendwie helfen. Ich habe allerdings eine Unart, ich nehme mir wenig Zeit, mit Leuten über gewisse Dinge zu diskutieren, weil meine Ansprechpartner waren Aufsichtsräte, Generaldirektoren und in letzter Konsequenz dann auch der Herr Bundeskanzler Faymann und ich habe dann auch mit dem korrespondiert. Dazwischen waren die Landeshauptmänner, dazwischen waren Wirtschaftsprüfer, Großrevisoren vom Sparkassenprüfungsverband etc. etc. In Summe habe ich dann, obwohl ich keine Lust dazu gehabt habe, 480 Gesprächsprotokolle bei meinen Anwälten hinterlegen müssen auf USB-Stick, Tonbänder über knapp 20.000 Minuten an Gesprächen. Wenn man es nicht erlebt hat, man glaubt es nicht. Und man steht dann vor der Situation, was tut man? Ich habe das auch dem Bundeskanzler Faymann gefragt. Ich habe es auch dem Herrn Peter Pilz das letzte Mal am Telefon gesagt. Was soll ich tun? Und eine Frage, die Immanuel Kant schon vor knapp 250 Jahren gestellt hat, mit seiner berühmten Ethik. Was können wir wissen? Was können wir tun? Was dürfen wir hoffen? Das, was ich gewusst habe am Ende dieser Recherchetätigkeiten, war für mich nicht überraschend, aber es war eine Katastrophe. An mich sind plötzlich Gutachten herangetragen worden von führenden Wirtschaftsprüfern, aus denen hervorgeht, das ist jetzt nur zur Einleitung, aus denen hervorgeht, dass in Wahrheit unser ehemaliger Stritzi-Kanzler, sage ich, Bröll, diese Notverstaatlichung aus einem einzigen Grund unterschrieben hat, nämlich dass seine Freunde in der Raiffeisen, die den Besitz über ein Vermögen haben, das der Raiffeisen anvertraut worden ist, das sind ja knapp 200 Milliarden Euro, dass er diesen Besitz mehr oder weniger für seine Freunde gerettet hat. Aus keinem anderen Grund hat er diese Notverstaatlichung unterschrieben. Wie soll ich das in ein, zwei Sätzen erklären? Die Raiffeisen hätte in letzter Konsequenz über reziproke Bürgschaften, über Patronatserklärungen, über Querverbindungen zu knapp 80% für das Loch der Hypo gehaftet. Nachdem die Raiffeisen aber im Jahr 2009, als diese Notverstaatlichung stattgefunden hatte, knapp 10,301 Milliarden Euro Eigenkapital hatte und das Loch damals in etwa 17 Milliarden ausgemacht hätte,
hätte sie also Rückstellungen bilden müssen in ihrer Bilanz und das hätte das Eigenkapital gesprengt. Und damit wäre Folgendes passiert, die Raiffeisen wäre, oder besser gesagt das Vermögen, das die Raiffeisen auf ihrer Aktivseite hat, das sind knapp 200 Milliarden, hätte sich verteilt. Weil die Raiffeisen wäre kaputt gewesen. So, jetzt ist es aber auch so gewesen, dass ja die Bayern kurz davor von München nach Wien gefahren sind und den Bröll auch insofern unter Druck gesetzt haben, weil die hätten ja die Raiffeisen einkassiert. Das ist ja ein riesiges Problem. Stellen Sie sich das vor. Der gesamte österreichische Banksektor hat knapp 1000 Milliarden Euro an Bankvermögen auf seiner Aktivseite stehen und ein Fünftel davon steht unter der Kontrolle der Raiffeisen. Das ist ja nicht wenig. Und wenn jetzt eine bayerische Landesbank daherkommt und sagt, Burschen, wir haben da die Haftungen von der Raiffeisen für die Hypo, für unsere Beteiligung an der Hypo, wenn die Charre geht, dann hätten die eine österreichische Großbank einkassiert und das wäre natürlich für die Österreichische Republik eine kleine Katastrophe gewesen. So, aber das ist nur ein Detail gewesen am Rande, das mir begegnet ist, durch Gutachten, durch Erzählungen, durch Schilderungen von Leuten. Was ich nie erfahren hätte, wenn ich nicht mich mit dieser einen Dame auseinandergesetzt hätte, die mich um ihre Hilfe gebeten hat. Weil die ist gekommen und hat gesagt, sieh, ich habe ein Problem mit der Bank, die wollen mir nicht mein Geld auszahlen, obwohl das meine Besitzansprüche sind. Ich habe mir das dann im Detail angeschaut, bin dann darauf gekommen, dass dort der Generaldirektor sonderbare Geschäfte und Verbindungen hat in ein, sagen wir so, sehr bedenkliches Milieu und habe mir zuerst nichts dabei gedacht. Das ist eine harmlose Geschichte, aber das müsste zu regeln sein. Habe dann versucht zu recherchieren, mit einigen Freunden aus der internen Revision von dort telefoniert. Man kennt natürlich aus der Bankenszene immer wieder Leute, bei mir war es ein Schulkollege, habe denen ein paar Fragen gestellt und der hat mir als erstes geraten, informiere sofort die Finanzmarktaufsicht. Nun ist es aber in Österreich so, dass wenn Sie solche Aufsichtsbehörden informieren, dass die nicht immer so reagieren, wie man das eigentlich erwarten könnte. Ja? Sondern man hat dann eher den Eindruck, dass das die Burgwächter sind von irgendeiner Festung, hinter der Leute sitzen, die da irgendwelche Hütchenspiele betreiben. Und diesen Eindruck hatte ich dann auch von der Finanzmarktaufsicht. Ich hatte dann auch mit der Österreichischen Nationalbank korrespondiert und telefoniert, habe mich dann auch an den Landeshauptmann, an einige Aufsichtsräte gewendet und bin dann letztlich, nachdem alle auf Tauchstation gegangen sind, ich habe diese Leute schriftlich und telefonisch kontaktiert, und es sind alle nach den Fragen, die ich diesen Leuten gestellt habe und den Vorhalten, untergetaucht. Die haben nicht geantwortet, die haben nicht zurückgerufen wie versprochen, die haben nicht wie versprochen mir Kontakte zu den Vorsitzenden der entsprechenden Gremien besorgt, gar nichts. Es war Totenstille. Der Einzige, der dann in letzter Konsequenz, weil ich stand dann natürlich vor der Frage, was tue ich? Ich habe hier eine ganz harmlose Sache, warum reagieren diese Leute so? Das war natürlich verdächtig. Und dann habe ich noch einige Gespräche geführt, aus denen ich gehört habe, dass aufgrund meiner Schreiben, die ich an den Generaldirektor gerichtet habe, ich habe nämlich eine sehr ungute Art, wenn ich den ersten Eindruck bei jemandem hinterlassen möchte, der von vornherein wissen soll, wie ich sein kann. Das ist ungefähr so wie die Vera Birkenbiel, die fällt mir jetzt ein, sagt Ihnen die was? Die Vera Birkenbiel war eine Management-Päpstin, und ich habe die im Jahr 2000 in Zürich bei einem Seminar gehört, da war das Thema Provokation in der Werbung. Da saßen 300 Werbemanager im Marriott um 9 Uhr in der Früh, es war 14. März 2000, die Vera Birkenbiel kommt rein, stellt sich vorne aufs Podest hin zum Mikrofon, sagt nichts, wartet, bis alles mucksmäuschenstill ist. Und nachdem alles still war und alle gewartet haben, sagt sie plötzlich, guten Morgen, ihr Arschlöcher. In der Werbung nennt man das Mind Opening. Es ist ein Satz und Sie sind sofort konzentriert. Der Referent hat die volle Aufmerksamkeit. Das will ich Ihnen jetzt ersparen, Sie können es im Buch nachlesen, wie ich Generaldirektoren oder Aufsichtsräte anschreibe. Der hat nach zwei Sätzen, weiß der sofort, dass er jetzt weiterlesen muss.
das nehmen die Leute auch ernst und das hat letztlich dann auch dazu geführt, dass einige Banken aus allen Rohren alles Mögliche versucht haben, mir die Polizei hinterher zu hetzen, die Staatsanwaltschaft, Zivilgerichte, Richter, was auch immer. Ich habe allerdings auch dort meine eigentümlichen Methoden damit umzugehen. Aber jedenfalls, nachdem ich den Generaldirektor, die Aufsichtsräte mit einigen Briefen konfrontiert habe und gesehen habe, wie die reagieren, haben sich auch Leute an mich gewendet und haben mir immer mehr Geschichten erzählt. Und haben mir immer mehr Geschichten erzählt, was in einer Bank, die eigentlich, sagen wir mal so, an Durchschnittsösterreicher nicht interessiert, weil eine steiermärkische Sparkasse ist eine Regionalbank, die, wenn sie Blähungen hat, dann berührt uns das nicht wirklich. Ja? Aber die hat mehr als Blähungen. Die hat, wenn Sie mir gestatten, dass ich das so vollständig manchmal formuliere, sie hat nämlich deswegen mehr als Blähungen, weil sie eine Stellung hat, obwohl sie eine kleine Bilanzsumme von nur 15 Milliarden Euro hat. Aber das Problem an dieser Bank ist das, dass durch dieses verdächtige Verhalten der Politik, der Aufsichtsräte und der Generaldirektoren, ich mich für Bilanzen interessiert habe. Und wir wissen, Bilanzen sind wie Bikinis, sie verhüllen das Wesentliche. Und nachdem es zu meiner Ausbildung gehört, Bilanzen auch etwas zu zerpflücken, habe ich mir über die Weihnachtsfeiertage die Bilanzen von dieser Bank angeschaut. Und die waren für mich schockierend und entsetzlich, die Ergebnisse, auf die ich dort gekommen bin. Und das führte mich zu dem Schluss, dass diese relativ kleine Bank mit 15 Milliarden Euro Bilanzsumme in Wahrheit dasselbe ist wie die Hypo Alpe Adria. Obwohl sie es formaljuristisch nicht ist, also die Jure ist es nicht, aber de facto ist sie eine Systemträgerbank. Und zwar deswegen eine Systemträgerbank, weil der gesamte Sparkassenverband für sie haftet, wenn sie ein Problem hätte. Und wenn der nicht die Mittel hätte, dann würde die erste Bank dafür haften. Und die erste Bank ist eine Systemträgerbank. Und es gibt ja seit dem Jahr 2009 eine EU-Richtlinie, die ja erlaubt, dass der Staat in bestimmten Einzelfällen bei Systemträgerinstituten einspringt und dort Staatshilfen gewährt. Und das war auch der Grund, weshalb man ja die Hypo-Not verstaatlicht hat. Weil die Hypo selbst war ja kein Systemträger. Der Systemträger war die Raiffeisen darüber, aber wäre die Hypo in Konkurs gegangen, hätte es die Raiffeisen erwischt, das Eigenkapital wäre gesprengt und das wäre auch ein Problem für den Euro gewesen. Und deswegen hat auch der Jean-Claude Trichet damals ja beim Herrn Finanzminister Bröll interveniert und ihm ja quasi aufgedrängt, die Hypo zu retten, weil es ja den Euro dann in weiterer Folge erwischt hätte. Also das sind so Kettenreaktionen. Bei der steiermärkischen Sparkasse ist es ähnlich. Nur dort würde es die erste Bank treffen. Und jetzt bin ich während dem Schreiben plötzlich vor der Situation gestanden, dass ich eigentlich zwei Systemträgerbanken habe, die in Wahrheit, bilanztechnisch, aber da ist der Franz sicherlich besser versiert als ich, kaputt sind. Und damit reden wir schon über 400 Milliarden Euro. Weil die erste Bank könnte eine steiermärkische Sparkasse nicht auffangen. Was ich nicht beantworten kann, ist, wie groß dieses Loch in der Steiermark oder Sparkasse ist. Das weiß ich bis heute nicht. Ich weiß auch nicht, welche Landeshaftungen dort von der Hypo Wismar, dass die Kärntner das Zehnfache von ihrem Landesbudget dort an Wirtschaft und Haftungen unterschrieben haben. Aber in dieser steirischen Sparkasse weiß ich es nicht genau. Jedenfalls bin ich aufgrund der Bilanzanalyse und der Ergebnisse draufgekommen, die braucht dringend Geld. Wie kann ich das jetzt feststellen? Jetzt haben wir uns gedacht, na, wir machen ein Mystery Shopping. Wir lassen uns von den Wertpapierberatern und anderen Beratern dieser Sparkasse einladen zu einem Gespräch, was bieten die uns an? Ja, was glauben Sie, werden die uns angeboten haben? Schuldverschreibungen der steiermärkischen Sparkasse. Und nicht nur das. Diese Anlageberater und Wertpapierexperten sitzen dort. Wir fragen nämlich, ja, wie schaut es denn aus mit euch, mit der Gewinnsituation, wirtschaftliche Lage, Vermögenslage und. Naja, schaut nicht so gut aus, vor zwei Jahren war es Slowenien, letztes Jahr war es Kroatien, aber wir kriegen trotzdem jedes Jahr Bonifikationen ausgeschüttet. Und ich habe dann auch gesagt, obwohl ihr keine Gewinne macht, nein, aber das ist halt so, wir kriegen die Prämien, wir sehen es am Kontoauszug. Sage ich, ja, wie arbeitet ihr sonst? Naja, letztes Jahr haben wir
Sondertage eingelegt, das muss man sich vorstellen. Die Steiermarkische beschäftigt 6.000 Mitarbeiter, das ist ungefähr so viel wie die Hypo in ihrer Ganzzeit beschäftigt hat. 500 Filialen, davon 300 im Balkan. Muss man sich vorstellen, erzählen die dort, die Anlageberater, dass es Tage gegeben hat, wo die Steiermarkische Sparkasse, nämlich der Generaldirektor, von der Post Meldeadressen gekauft hat, diese Meldeadressen verglichen hat mit den eigenen Kundenstammdaten. Die schon Bestandskunden waren, hat man von dieser Liste gestrichen. Und die anderen, die übrig geblieben sind, das sind alle Mitarbeiter, über 1000 Leute in der ganzen Stadt Graz mit Prospekten und Flyern ausgeschwärmt und haben an den Türglocken geläutet. Unvorangemeldet. Das ist eine Form von Geldbeschaffung, das würde ich als Ultima Ratio bezeichnen. Das ist der letzte Ausweg, den Sie haben, um Geld zu brauchen, ist, wenn Sie rausgehen wie die Zeugen Jehovas, ohne dass ich diese Leute jetzt irgendwie verurteilen möchte, aber dass Sie rausgehen, an der Türglocke Leuten, von denen Sie wissen, die sind noch nicht Sparer- oder Anlegerkunden, um die davon zu überzeugen, bei Ihnen Geld anzulegen. Es ist doch unsere aller Aufgabe, für Dürftigen zu helfen, oder nicht? Wenn Sie es gerne auf Ihre Kosten tun, schon. Ich mach's. Also, meine Tür hat man nicht geleitet. Nachdem ich das aber erfahren habe, wie diese Sparkasse gezwungen ist, weil ich habe nämlich mit dem Großrevisoren in Wien gesprochen, vom Sparkassenprüfungsverband, und habe die gefragt, ob das jetzt üblich ist. Der erste hat mir darauf gesagt, naja, es könnte sein, dass die vielleicht dann einen Werbeexperten, einen Marketing-Experten engagiert haben, der das ihnen so empfohlen hat. Habe ich gesagt, Sie, das muss aber ein Marketing-Genie sein. Weil wenn Sie als Vorstand zu mir kommen und sagen, wie kann es mir helfen, Neukunden zu akquirieren, und ich sage da, lass 10.000 Folder drucken und geh Türglocken anläuten, ja, dann müsste ja Genie sein, Ihnen dafür nur ein Beratungshonorar wegzunehmen. Ja, das ist ja, aber das war die erste Antwort vom Sparkassenprüfungsverband. Man hat mir allerdings dann zugestimmt, dass das doch eine etwas sehr ungewöhnliche Methode ist. Und so sammelte ich Erfahrung um Erfahrung. Abgesehen von dieser Schuldverschreibung, da möchte ich nicht ins Detail eingehen, das können Sie nachlesen. Ich habe dieses Gespräch, das Wortprotokoll, das transkribierte Wortprotokoll 1:1 im Buch auch übertragen. Wer sich ein bisschen damit auskennt, wird aus dem Lachen oder aus dem Staunen nicht herauskommen, zu was diese Bank gezwungen ist, zu tun. Und in der Zwischenzeit sickern bei mir immer mehr Informationen herein, was im Aufsichtsrat passiert, in derselben Bank, was in der Raiffeisen, was in der Hypo passiert. Und plötzlich, das war im Februar, bin ich mir vorgekommen wie jemand, bei dem halb Österreich sein Herz ausschütten will. Ich habe E-Mails und Informationen bekommen, mich um Leute kontaktiert, die mir Dinge erzählen wollten über Banken, Erfahrungen, wo ich am Ende, das war kurz vor Ostern, an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, was soll ich tun? Ich habe in dieser Zeit, in den letzten 5 Monaten, auch so ein Dreierradl mit meinem Auto eingeführt. Ich fahre also 3 unterschiedliche Autos, die auch nicht alle auf mich angemeldet sind. Sie werden jetzt lachen, ich tue das aus Sicherheitsgründen, damit man nicht immer weiß, wo ich bin. Weil ich habe einmal ein Münchner Kennzeichen mit einem großen Auto, dann habe ich einen Oldtimer und dann habe ich noch ein unauffälliges Auto. Aber ich habe mir dann angewöhnt, aus Sicherheitsgründen mit mehreren Autos zu fahren. Ich habe mittlerweile auch 4 Mobiltelefonnummern, weil mir viele Leute auch geraten haben, vorsichtig zu sein. Es ist mehr als eine Handvoll Mal mir gesagt worden, sei vorsichtig, du musst auch um dein Leben fürchten. Es ist mir von Journalisten auch ausgerichtet worden, dass es Leute gibt, die mir Mordwarnungen ausrichten haben lassen. Und plötzlich bin ich immer tiefer in eine Sache hineingeschlittert, wo ich plötzlich das ganze Land vor mir stehen gehabt habe und einen Bankenapparat, der begonnen von der Bank Austria über die Koksbanken, wie ich sie bezeichne, über die Banditanstalt Mampfverein, über die Scheißdegruppe, über die Raufscheißentruppe und über die, was weiß ich, ich kann sie anders nicht mehr bezeichnen. Ich sage Ihnen jetzt deswegen diese Fantasienamen, weil ich die dann in meinem Buch verwendet habe. Also die Raiffeisen heißt Raufscheißen. Ja.
Entschuldigung, wenn ich das wieder so volkstümlich formuliere. Ich habe dann ganz bestimmte Namen für diese Institute gewählt und im Buch dann aber immer wieder abgewechselt. Einmal den Fantasienamen, einmal den richtigen Namen, damit der Leser wirklich weiß, wen ich wirklich meine. Was natürlich auch juristisch ein Experiment ist. Und damit sind wir auch bei der ehemaligen Präsidentin des Obersten Gerichtshofs angelangt, weil diese Geschichte ist ja dann noch weitergegangen. Es war kurz vor Ostern, Ende März. Ich war fertig mit dem Buch. Es hat knapp 450 Seiten gehabt. Ich war gerade beim Kochen in meinem Schreibatelier in den Weinbergen an der slowenischen Grenze. War alleine, weil ich am Nachmittag etwas zu korrigieren gehabt habe. Und plötzlich kommen die Fernsehnachrichten, dass eine Frau Dr. Gries zur Vorsitzenden der Prüfungskommission gewählt wird. Und ich habe es zuerst nicht glauben wollen. Bin dann zum Fernseher, hab mir die Hände abgetrocknet mit dem Geschirrtuch, das Schneidmesser beiseite gelegt und habe mir dann angehört, dass die Frau Dr. Gries zur Vorsitzenden der Prüfungskommission für die Hypo bestellt worden ist, vom Herrn Finanzminister Spindelegger. Und interessant war für mich in dem Zusammenhang, ich habe das nur 3 Minuten lang mir angehört, habe dann an den Werner Kogler gedacht, was der im Parlament einmal im Rahmen einer Rede an den Finanzminister Spindelegger gerichtet hatte über die Hypo. Zockerbude, Pyramidenspiel, Mafia, etc. etc. Und plötzlich taucht die Frau auf von dem Aufsichtsratschef der Steiermärkischen Sparkasse. Und wird die Aufseherin von einem Problemfall, der ja nicht klein ist. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wie kann das sein, dass ein Ehepaar, 2 sogenannte Top-Juristen, gleichzeitig die 2 größten Problemfälle in unserem Land überwacht, kontrolliert und beaufsichtigt? Was tun die da? Danke. Nachdem die Frau Dr. Gries zwischen 2007 und 2011 Präsidentin des Obersten Gerichtshofs war und ich in dieser Zeit auch mit ihr zu tun hatte, weil der Oberste Gerichtshof hat damals von mir ein Rechtsmittel über knapp 700 Seiten und 3500 Fußnoten erhalten, über das er zu entscheiden hatte, ist bis heute noch nicht rechtskräftig entschieden. Und ich einiges über ihren Mann wusste. Das ist ein angesehener Aufsichtsrat, und der auch eine Anwaltskanzlei hat und in einigen Versicherungen und Banken Aufsichtsratsmitglied ist. Und ich mit ihm telefoniert hatte, in der anderen Causa, und auch mit ihm einen E-Mail-Verkehr hatte. Ich hatte ihm dort im letzten E-Mail, weil er mir schon wirklich so auf die Socken gegangen ist, habe ich ihm im letzten Satz gesagt, etwas, was der, ich glaube der Karl Marx war es, der so gesagt hat. Er hat gesagt, wenn die oben nicht mehr können und die unten nicht mehr wollen, dann sind wir in einer Umbruchphase. Weil die haben oben keine Lösungen mehr. Bei denen geht es nur mehr darum, Personen einzusetzen, die nach außen hin unauffällig mit einem guten Leumund darstellen, aber letztlich etwas schlichten und bügeln sollen, das die im Hintergrund verursacht und angerichtet haben. Wie viel das ist, das kann ich Ihnen jetzt in 10 Minuten oder in 15 Minuten gar nicht sagen. Aber ich stand vor Ostern, nachdem ich erfahren hatte, dass die Frau Dr. Gries jetzt zur Vorsitzenden der Prüfungskommission ernannt worden ist, stand ich vor Ostern vor der Situation, ich habe immer eine Bienenbahn vor mir, das brauche ich immer. Ich bin ein alter Volkswirt und der Volkswirt geht immer nach dem sogenannten Top-Down-Approach vor. Und der Top-Down-Approach ist quasi die Sicht aus dem Weltraum. Also wenn Sie alles sehen und sich von oben dem Detail nähern. Ja? Und ich habe immer eine Bienenwand bei mir im Büro und dort hatte ich dann meine Personen mit den Themen und plötzlich taucht die Gries auf und die hat dann alles komplettiert. Nämlich insofern komplettiert, dass ich draufgekommen bin und das habe ich dann auch zur Grundsatzfrage gestellt, deswegen habe ich den Kant früher zitiert, dass auch die Justiz bis in die unterste Ebene in alle unsere Bankenskandale involviert ist. Da werden bestimmte Verfahren niedergeschlagen, obwohl sie verfolgt werden müssen.
Es werden Verfahren verhindert, es werden die falschen Leute verfolgt und verurteilt, um nach außen hin einen funktionierenden Justizapparat darzustellen. Das war für mich schockierend. Warum? Weil ich mir natürlich die Frage nach meiner eigenen Sicherheit stellen muss, weil ich mir die Frage stellen muss, kann mir diese Organisation dann überhaupt Schutz bieten, wenn ich ihn brauche? Jetzt habe ich aber nicht nur den Justizapparat und den Politapparat drinnen gehabt, neben dem Bankapparat, sondern es sind auch die Versicherungen involviert. Und es sind Leute involviert, die bis ins Ausland gehen, bis nach Übersee, von Miami über Luxemburg anfangen, in Zypern. Sie haben ja letztlich in diesen ganzen Offshore-Zentren, und glauben Sie mir, ich hatte selbst in meiner Laufbahn für wohlhabende Kunden und auch für mich selbst, wenn sie Fonds konstruiert und aufgelegt haben, dann haben sie mit allen Offshore-Zentren zu tun. Egal, ob das die Cayman Islands sind, ob das jetzt die Kanalinseln sind, ob es Jersey, Guernsey, Zypern, British Virgin Islands oder wo auch immer ist, sie kennen diese Offshore-Zentren alle und sie wissen, was man dort macht. Auch in Liechtenstein. Ich bin dort 100-mal durchgefahren durch dieses Land. Ich kenne das sehr, sehr gut. Ich habe eine Frage. Ich habe 3 schwarze Gürtel zu Hause. Kannst du mir nicht kaufen? Ich bin, was das betrifft, ich habe Security. Ich habe wirklich in diesen Monaten 3-4 Mal meine Leute, die sind um 2:30 Uhr in der Früh gekommen, waren in 20 Minuten da, weil ich Situationen hatte, wo ich das Gefühl hatte, ich brauche jetzt einen Schutz. Ja? Auch wenn ich mich nicht fürchte, persönlich. Ich habe zu viel erlebt. Also ich bin schon vor Weitem mit dem Messer gegangen. Schlecht, sich nicht zu fürchten. Ja. Okay. Na, jedenfalls stand ich einem Moloch von einem Apparat gegenüber und habe mir gesagt, eigentlich lasse ich das mit den Fantasienamen, ich schreibe die Leute aus. Mit vollen Namen. Mit Vornamen und mit Nachnamen. Ich nehme das Risiko auf mich, dass mich alle diese Leute wegen übler Nachrede, wegen Kreditschädigung, wegen Rufmord, wegen was auch immer verklagen. Das nehme ich halt auf mich. Teilweise ist es ja schon passiert. Ist aber auch elegant abgewehrt worden. Einiges ist eh im Buch drinnen, da habe ich Dokumente, PDF-Dateien von entsprechenden Vorladungen. Es ist teilweise wirklich unterhaltsam, weil es ein Kasperl-Theater ist. Aber ich habe mich dann entschlossen und gesagt, na, ich nehme es auf mich und führe diese Namen alle auf. Das sind nicht wenig. Und es werden immer mehr. Aber zu Ostern stand ich dann vor einer ganz interessanten Situation. Ich habe gesagt, mich hat diese Arbeit, dieses vier, fünf Monate Recherchieren, dieses Schreiben, diese 480 Gespräche, hat mich seelisch sowas von ausgezerrt und ausgelaugt, dass die Energie, die damit verbunden war, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn Sie nur in Exkrementen um und um rühren, dann wissen Sie nicht, wo Sie anfangen sollen. Weil der Geruch ist ja weder vom einen noch vom anderen besser. Also es ist mir absolut nicht gut gegangen dabei. Und ich habe mir gesagt, ich kann kein Buch veröffentlichen, in dem ich nur Müll, Mist und Scheiße aufarbeite. Das kann es nicht sein. So will ich kein Buch veröffentlichen. Deswegen bin ich zu Ostern, es war der Ostersamstag, war eine lange Autofahrt, bin ich auf den Gedanken gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte einen zweiten Teil zu diesem Buch schreiben. Und dieser zweite Teil ist eine Idee, die ich hatte. Ich habe mir die Frage gestellt am Ostersamstag, am Tag der Auferstehung, was hat denn den Jesus seinerzeit in der Öffentlichkeit bekannt gemacht? Es war sein erster großer Auftritt, wo er im Tempel von Jerusalem die Geldhändler aus dem Tempel vertrieben hat. Das war sein erster großer Auftritt, mit dem er quasi wirklich auch die Geister geweckt hat. Und wenn wir das als Symbol hernehmen, diese Geste, die Geldhändler aus ihren Tempeln hinauszutreiben, dann habe ich mir gedacht, dann muss es doch irgendeinen Weg geben, wie wir das machen könnten gemeinsam. Und da ist mir dann eine Idee gekommen, das war anfangs nur eine Vision, die ja eigentlich völlig utopisch ist. Sie ist deswegen utopisch, weil wir heute eine Situation haben, seit dem Jahr 1911 hat sich die Anzahl der Zentralbanken weltweit mehr als verzwanzigfacht. Wir haben also heute fast für jedes Land eine Zentralbank. 1911 hat es noch knapp 6 oder 7 Zentralbanken weltweit gegeben. Mittlerweile haben wir knapp 200.
Und es sind alle davon betroffen, weil 60% aller Devisenreserven sind in US-Dollar. Und das ist jetzt mein nächstes Thema gewesen, denn ich bin von diesem nationalen Thema dieses Molochs zum internationalen gekommen. Und wo lande ich da? Beim IWF, bei der BITS, bei der WTO, bei den ganzen Machtapparaturen, die von der Federal Reserve und von anderen Zentralbanken positioniert worden sind, bei den ganzen Aufsichtsbehörden, die eigentlich nichts tun. Man hat die Aufsichtsbehörden hingestellt als solche, die die Anleger schützen, stattdessen schädigen sie die Anleger. Das ist eine genau umgekehrte Tätigkeit und Funktion, die sie haben. Und bin einem weltweiten Bankenapparat gegenübergestanden, weil mich hat ja immer nur der internationale interessiert und nicht der nationale. Und habe gesagt, ich muss eine Lösung finden für die Leute, einen Vorschlag, der annehmbar ist, was man tun könnte. Und das war zuerst ein utopischer Gedanke. Ich habe gesagt, wie wäre es, kannst du Musik? Ja, das Radio. Ich laufe das Radio. Jetzt habe ich nach dem Vorbild am Ostersamstag von Jesus mir versucht vorzustellen, wie könnte man juristisch die Geldhändler heute, weil mittlerweile, es ist ja ein Netzwerk, es ist ja ein Riesenkrake, sie müssten ja in 200 oder in 150 Ländern gleichzeitig gegen alle vorgehen. Ja? Es geht ja gar nicht anders. Sie müssten gleichzeitig alle verfolgen und gleichzeitig allen einen Prozess machen. Weil, divide et impera, wissen wir, teile und herrsche, wenn ich einmal in einem Jahr dort, im anderen Land, im anderen Jahr dort, einen Prozess mache, das System wird dadurch nicht aufgebrochen. Und deswegen hatte ich eine Vision und die hat so ausgesehen, wie 1948 die Nürnberger Prozesse stattgefunden haben. Man hat zum damaligen Zeitpunkt. Danke. Das war ein wichtiger Zeitpunkt. Man hat damals eine Bande, eine Horde von Kriminellen und von Verbrechern vor ein internationales Gericht gestellt, das zum damaligen Zeitpunkt völlig neu war. Das hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Die Siegermächte haben das organisiert und diese Leute sind vor Gericht gestanden. Das Ganze ist auch übertragen worden übers Fernsehen. Und es gibt ja heute noch sehr, sehr viele Archivaufnahmen und der Maximilian Scheller hat ja seinerzeit für die Rolle, das ist ja auch verfilmt worden, war ein großartiger Streifen mit der Grace Kelly und mit dem Spencer Tracy, kann ich mich erinnern, als Vorsitzenden des Gerichts, habe ich mir gedacht, es wäre doch eine tolle Sache, wenn wir es organisieren könnten, international, alle diese Leute, die in den letzten 20, 30 Jahren sowohl in den Zentralbanken, weil von der NSDAP oder von den Nationalsozialisten hat man die Leute ja auch bis heute, bis in ihr 90., 95. Lebensjahr verfolgt. Also das ist ja kein Tabu. Wenn man zu dem Erkenntnis kommt, oder zu der Erkenntnis kommt, dass hier ein Apparat im Hintergrund die Mehrheit und die Menge für dumm verkauft und sie ausbeutet über ein Geldsystem, das gefaked und getäuscht und gelogen ist, dann müsste es doch möglich sein, diese Bande, wie sie organisiert ist, über ihre vernetzten Zentralbanken und Großbanken und über ihre Offshore-Zentren auszuheben. Namen für Namen. Von Spanien über Frankreich, über Deutschland, über Amerika, bis zur Schweiz, bis zu Österreich. Und so haben wir gesagt, das wäre doch eine tolle Vision, wenn man es versucht, man muss ja nur beginnen, Zustimmungen zu sammeln. Ich brauche nur Zustimmung. Ich fange an, der Jesus hat auch mit 12 Aposteln begonnen, wenn wir den Vergleich jetzt gestalten. Ich fange an mit 10, mit 20, mit 30, mit 40. Ich brauche nur so viel wie möglich Zustimmungen, damit ich es rechtlich oder juristisch durchsetzen kann, einen internationalen Gerichtshof davon zu überzeugen, eine Liste von 1347 Leuten zu verfolgen und irgendwann einmal in der Allianz Arena von München oder im Wiener Praterstadion am Prozess abzuhalten. Oder 348 andere. Das war dann so meine Vision. Da habe ich mir gesagt, das muss doch möglich sein, auch wenn ich es vielleicht, es kann sein, dass ich es nicht erlebe, das weiß ich nicht, aber wir könnten ja damit beginnen. Und um das in die Wege zu leiten, brauchte ich etwas Zweites. Ich bin ungeduldig. So wie meine Einleiteworte in den Briefen an gewisse Leute lauten, so ist es dann auch in meinen Lösungen, die ich suche. Und deswegen habe ich mich entschlossen,
eine Goldsammlung, mit der ich in den Medien gestanden bin vor einigen Monaten und die auch ich habe vorhin am Beginn, glaube ich, habe ich sie erwähnt, diese präkolumbianische Goldsammlung zu verwenden und zu stiften. Ich hatte auch viele Gespräche mit saudischen Scheichs dazu, wie wir das machen können. Diese Goldsammlung zu stiften und den Erlös zu stiften, um einen Ideenwettbewerb, einen globalen Ideenwettbewerb zu starten und in die Wege zu leiten, wo wir das machen können, dass wir aus über 100 Ländern die Zustimmungen von Leuten, von Bürgern und von Menschen uns holen, die uns dabei unterstützen, diesen internationalen Prozess in die Vorerhebungs- oder Vorermittlungsphase zu führen. So, das sind einmal die finanziellen Mittel, weil du brauchst ja Geld dafür. Wobei es auch mit weniger Geld heutzutage. Aber dafür hatte ich dann ein Instrument entwickelt, das nennt sich XFGM. Das war dann die nächste Idee, wo ich mir gesagt habe, wenn ich schon anbiete, nach dem ganzen Müll, den ich jetzt veröffentliche, über das, was in diesen Banken alles abläuft, über die Hintergründe und über die politischen Verbindungen, dann muss ich ja auch ein Instrument, ein Werkzeug anbieten können, das anwendungsorientiert ist, praktikabel ist, mit dem wir in Zukunft in der Lage sein können, 1 Milliarde Stimmen innerhalb von einem Tag zu holen. Das ist meine Traumvorstellung. Ich nenne das eine sogenannte Flash-Religion, eine Blitzreligion. Ich stelle eine Frage, so wie es beispielsweise Greenpeace macht, wenn sie sagt, was tun wir mit der Antarktis? Retten wir das oder retten wir das nicht? Dann haben sie innerhalb von wenigen Tagen 15 Millionen Zustimmen. Ja? Ich möchte über eine Art Blitzreligion ein Tool einführen im Internet, wo es möglich ist, dass wir in einem, zwei, fünf, zehn, 15 Jahren innerhalb von einem Tag 1, 2, 3 oder 4 Milliarden Stimmen befragen können. Für die ist es dann nämlich nicht relevant, welche politischen Interessen oder welche wirtschaftlichen Interessen hat der oder die Partei. Für die ist nämlich wirklich dann nur relevant, was ist im Sinne und im Interesse der Menschheit und des Friedens, weil es geht ja um den Frieden, worüber streiten wir. Wenn sie Geld abschaffen würden, könnten sie 80% aller kriminellen Handlungen beseitigen. Das ist nicht wenig, weil diese kriminellen Handlungen resultieren ja zum Teil aus einem Zwang heraus. Der Dieb, der morgen einbrechen geht, der hat keine Perspektive. Nicht, dass ich ihn in Schutz nehmen will, aber er ist letztendlich durch das System, wie er A, ausgebildet und in die Gesellschaft eingeführt und auch sozialisiert worden ist, ist er dazu gezwungen. Und wenn er dann sitzen geht, ein Jahr kostet uns 100.000 Euro, ein Dieb in einem Jahr, 4.000 im Monat, sind 48 im Jahr allein an Kosten für die Verpflegung. Jetzt müssen sie aber noch die Opportunitätskosten und die Nebenkosten fürs Verfahren, für die Ermittlungen etc. etc. auch noch dazu rechnen. Wir sind bereit für den Dieb, der 20.000 Euro in 10 Einbrüchen stiehlt, 100.000 Euro auszugeben. Dann kann ich mir das Geldsystem gleich ersparen. Das ist ja dann, das ergibt ja für mich überhaupt keinen Sinn. Und diese Idee, eine geldlose Weltordnung einzuführen, die hat ja auch die amerikanische Zentralbank. Ich meine, das werden Sie wissen. Es gab Ende der 80er Jahre, kurz bevor die Sowjetunion im September 1991 aufgelöst worden ist, von der amerikanischen Zentralbank schon die ersten Pläne im sogenannten EFT der Electronic Fund Transfer Act, der Pläne gehabt hat, den gesamten Westen, und dazu zählt eben nicht nur Amerika, sondern auch Europa, die unter dem Schutz der NATO stehen, mit einer sogenannten Debt Card auszustatten. Diese Debt Card hätte das Papiergeld ersetzen sollen. Der primäre Zweck darin ist der, dass, egal, wenn Sie ins Hotel auf der Tankstelle um 3 Uhr in der Früh sich irgendwo einen Burger oder was auch immer kaufen, die Zentralbank weiß immer, wo sie waren, wann sie wo waren, wie viel Geld sie ausgegeben haben und wie viel Geld sie überhaupt besitzen. Das waren die ursprünglichen Pläne Ende der 80er Jahre. Und nachdem 1991, ja, der Rockefeller ist ja berühmt für diese Rede, für dieses Interview 1991, also nach der Bilderberger Konferenz im Juni,
quasi zugegeben hat und sich bedankt hat bei der Washington Post, bei der New York Times und bei anderen Medien, dass sie über 50 Jahre geschwiegen hatten, während die Zentralbank im Hintergrund eine neue Weltordnung aufgebaut hat mit ihrem Dollar oder mit ihrem Papiergeldsystem, hat sich auch der George Bush zu Wort gemeldet und hat dort die New World Order angekündigt. So, hinter dieser New World Order steckt diese Debt Card. Jetzt ist es aber so, dass der technologische Wandel dazu geführt hat, dass wir die nicht mehr brauchen. Weil Kreditkarten hat heutzutage jeder. Und deswegen hat man auch die Strategie neu ausgerichtet auf Chips, die im Bindegewebe, also unter der Haut, keine Allergien auslösen und wo sie statt dem Chip, den sie in der Karten drinnen haben, den Chip dann in ihrem Handgelenk drinnen einoperiert. Und es gibt mittlerweile auch drei Bundesstaaten in Amerika, wo das jetzt schon testweise eingeführt worden ist. Wenn das gesetzlich vorgeschrieben wird, haben sie gar keine andere Chance. Diese Vision, dass in Zukunft das Papiergeld abgeschafft wird, alle von uns mit einem Chip oder mit einer Karte durch die Gegend laufen müssen, ja, ist für die amerikanische Zentralbank sehr wichtig. Und zwar deswegen sehr wichtig, weil unter der Leitung von Alan Greenspan seit den, vor allem in den 90er Jahren, ich sage immer die Roaring 90s, eine sogenannte Geldblase aufgebaut worden ist. Wir haben in den letzten 10 Jahren hat sich die Bilanzsumme unserer Zentralbanken verfünffacht. Das bedeutet, sie haben eine Menge an Geld in Umlauf gebracht, für das sie einen Gegenwert haben. Wenn Sie jetzt aber das bewusst machen, ohne einen Gegenwert in Ihrer Bilanz zu haben, außer Schuldverschreibungen, dann planen Sie das Platzen dieser Blase. Und der Lawrence Belinzi, der von 1991 bis 1997 im Fed Board, also im Ausschuss der amerikanischen Zentralbank war, hat 2002 einen Brief veröffentlicht, den nicht viele kennen, wo er aber sagt an alle, die mich irgendwann in der Zukunft lesen oder hören, die amerikanische Zentralbank steckt unter größerem Druck, diese Geldblase platzen zu lassen wie 1930. Und das tut sie jetzt. Sie schickt den Mario Draghi von Goldman Sachs in die EZB, damit er das gleiche Spiel betreibt, das die Amerikaner betreiben, nämlich die Bilanzsummen aufzublasen und so viel Geldmenge in den Markt hineinzuschießen, damit man irgendwann einmal das Volk vor vollendete Tatsachen stellen kann und sagen kann, wir brauchen einen Plan B. Und dieser Plan B ist der Debt-Chip. Und dieser Chip ist irrsinnig wichtig. Und es ist Folgendes passiert. Genau in der Zeit, wo ich dieses Buch vom Bankster Club geschrieben habe, es stürzt plötzlich ein Jumbo einer malaysischen Airline. An sich nichts Besonderes. Interessant war, dass man den Jumbo nicht mehr gefunden hat. Der ist verschwunden. Jetzt hatte ich natürlich für meine Recherchen, gibt es einige Leute, die wirklich Experten sind. Einer davon ist IT-Systemchef von der Technischen Universität, der von Konzernen und Ministerien die Server betreut. Der erzählt mir von 200.000, 300.000 Attacken. Ich weiß ungefähr, was viele nicht wissen, wie oft das Internet offen ist und nicht offen ist, was gar keinen Sinn hat, wo sie sich gar nicht schützen können. Weil der regelmäßig mittlerweile mit dem Bundeskriminalamt und mit den Experten aus dem Bundesministerium korrespondiert, was in den letzten Wochen vor allem so vor sich gegangen ist. Aber ich hatte den gefragt, du, ist es möglich, einen Jumbo verschwinden zu lassen über irgendeine Technologie? Und er hat gesucht und wir sind fündig geworden. Es gab zwei Programmierer, die für Fluglinien tätig waren und auch Software-Experten sind, die in diesem Jahr Vorträge gehalten haben über eigene Apps, die man sich vom Internet herunterladen kann, wo sie mit einem iPhone, wenn sie dieses App haben, können sie in das Flight Control System eines Flugzeuges per Satellit einsteigen. Sie können den Funkverkehr völlig unterbrechen, Sie können die Höhenruder, die Seitenruder, Sie können die Treibstoffanzeige, die Höhenanzeige, Sie können alles, völlig alle Instrumente lahmlegen mit Ihrem Handy und können dieses Flugzeug umlenken, während die oben versuchen, Kontakt mit unten aufzunehmen oder, wie es im Fall der malaysischen Fluglinie war, mit dem Telefon noch, das hat man ja dem Co-Pilot nachgesagt, können Sie ein Flugzeug umlenken, das kriegt niemand mit. Die Leute, die drinnen sitzen, kriegen das auch nicht mit. Die können nichts tun, die können mit niemandem in Kontakt treten.
Und sie können, und es gibt auch Möglichkeiten, wie sie vom Radar verschwinden können. Sie können einen Jumbo mit Handy umleiten, 2000 Kilometer Richtung Hawaii lenken, dort von Malaysia weg Richtung Hawaii und irgendwo im Pazifik abstürzen. Das geht. Nachdem ich erfahren habe, dass das geht, habe ich gesagt, das will ich wissen, wer in dem Flieger gesessen ist. Sehr spannend. Was war das? Dann sind wir darauf gekommen, unter anderem auch über Anonymous und über andere Netzwerke, dass in diesem Flieger 20 Leute gesessen sind von einer amerikanischen Gesellschaft, die unter anderem an so einem Chip arbeitet oder die letzten Jahre gearbeitet hat und auch vom Entwicklungsstand her so weit ist, dass dieser Chip über 2-3 Jahrzehnte, ohne dass er Allergien auslöst, in ihrem Handgelenk getragen wird. Ja? Diese 20 Leute, die in diesem Flieger gesessen sind, davon waren 16 Mitarbeiter, und jetzt kommt das Kuriose, 4 davon waren Patentinhaber von diesem Chip. Es gibt allerdings noch einen 5. Das ist der Letzte, der übrig geblieben ist. Und dieser Letzte hatte eine Sondervereinbarung mit diesen 4 anderen, nämlich, dass wenn einer von den 4 stirbt oder verschollen ist, dass die Patentrechte übertragen werden auf die anderen und nicht in den Nachlass oder ins Erbe. So, jetzt haben wir witzigerweise dann auch Folgendes entdeckt, dass dieses Patent angemeldet worden ist an einem Tag, das ist ja fast schon mystisch, weil die Amerikaner, vor allem die Freimaurer, stehen ja so auf diese Zahlen mystik. Ja? Der 21.12.2012. Der Tag der Weltenwende, laut Maya-Kalender, war der Tag, wo man dieses Patent für diesen Chip im Patentamt in Texas angemeldet hat. Das ist wirklich romantisch. Da sind dann alle namentlich aufgelistet, und normalerweise dauert es ja vielleicht nur ein paar Wochen und maximal ein paar Monate, dass solche Patente in der Regel registriert werden, damit sie auch rechtlich geschützt sind. Aber da gibt es unterschiedliche Verfahren. Dieses Patent ist nie registriert worden. Über 1,5 Jahre. Als am 8. März der malaysische Flieger plötzlich verschwindet, wo 4 von diesen Patentinhabern drinnen waren, und plötzlich am 11. März, 3 Tage später, dieses Patent dann plötzlich registriert worden ist, haben wir uns interessiert, wer der 5. ist. Und sind auf jemanden gekommen, der ein Familienmitglied von der Gründerfamilie oder von den Gründern der amerikanischen Zentralbank war. Das war die Familie Rothschild. Und wenn man sich jetzt die Möglichkeiten anschaut, die diese Leute haben, von ganz oben bis ganz runter, und das ist für mich dieser Blick aus dem Weltraum, wo ich sage, ich fange in der Wall Street an. Und der größte Gläubiger, den wir haben, weil alle stellen immer die Frage, wenn alle so viel Schulden haben, wer hat dann das ganze Geld? Ja? Der größte Gläubiger, den wir haben, ist auch gleichzeitig der größte Schulden. Das ist die amerikanische Zentralbank, weil jeder Papierschein, den sie ausgeben, ist ja ein Schuldschein von der Zentralbank. Sie ist ja verpflichtet, ihn zurückzunehmen. Gegen Gold oder gegen eine andere Währung. Das kann sie aber nicht mehr. Und weil sie das nicht kann, ergibt sich daraus ein Bedürfnis. Ein Bedürfnis, dieses Kettenbriefspiel oder dieses Pyramidensystem, das von ganz oben bis ganz hinunter zur Sparkasse wird. Bis zur Hypo, bis zur Raiffeisen, bis zum kleinen Filialleiter, der vielleicht vorsatzlos handelt, weil er gar nichts weiß und das auch nicht durchschaut. Aber dass dieses System von ganz oben bis ganz runter nichts anderes ist als ein Trillionenbetrug. Nichts anderes. Ein Trillionenbetrug. Und das Verschwinden dieser malaysischen Fluglinie, ich will jetzt nicht sagen, dass der Rothschild da die Leute engagiert hat, aber ich hatte plötzlich Parallelen zu 9-11. Der Flug 77 von 9-11, der in Boston gestartet ist und dann später angeblich in Washington ins Pentagon hineingedonnert sein soll, das ja sehr umstritten ist, weil es gibt ja keine Videos, die das wirklich belegen, der ist ja auch vom Radar verschwunden. Man wusste nicht warum. Bis heute nicht. Es gibt viele Parallelen zu diesem Verschwinden von diesem malaysischen Jumbo. Deswegen habe ich dann am Ende dieses Buches einen Club vor mir stehen gehabt, vor dem man Angst haben muss. Weil die Möglichkeiten, die dieser Club hat,
sind unfassbar. Möglichkeiten sind immer mit Finanzierungsquellen. Ich muss kurz unterbrechen. Wollten Sie zum Thema was fragen? Ja, nur kurz. 11. März war ja auch Fukushima. Interessant, ja, richtig. 2011, ja. Stimmt. So. Ja, kurz, ja, ich darf dazu echt dazu erzählen. Ja. Normalerweise ist es so, dass bei Konzernen, wenn Mitglieder fliegen, die Entscheidungsträger in getrennten Flugzeugen sitzen. Diversifikation. Ja. Risikodiversifikation. Ja. Ist ja logisch. Aber in dem Fall war es nicht so. Ich bin letztlich dann aber am Ende dieses Buches. Na schon, einer war nicht der Gefühl. Also es war schon eine Risiko. Ja, es ist, ich stelle mir, du musst ja bei jedem Kriminalfall, wenn du einen Kriminalfall versuchst aufzudecken und zu recherchieren, die erste Frage, die du dir stellen musst, ist nicht, wer ist der Verdächtige. Die erste Frage ist immer die, wer hat am meisten profitiert davon. Weil der, der am meisten davon profitiert hat, der hatte zumindest einmal einen Grund, dass er da mithilft, dass das passiert. Das Pentagon hatte mit Sicherheit einen Grund, mitzuhelfen, dass das im World Trade Center am 11. September passiert, weil es von dort weg jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt bekommen hat, um seine Rüstungs- und Militärtechnologien finanzieren zu können, die es vorher nicht hatte. Weil das Problem war ja 1991, nachdem die Sowjetunion weg war und die Systemkonfrontation sich aufgelöst hatte, das Pentagon hatte keinen Feind mehr. Es hatte keinen großen Erzrivalen mehr. Und deswegen musste man einen neuen Erzrivalen erfinden. Und das war nun mal der. Also das ist meine persönliche Theorie. Da können Sie mir glauben, ich war auch in dieser Thematik, das ist Pentateuch 3 dort nachzulesen. Ich hatte 6 Monate an diesem Thema 9-11 recherchiert und habe immer wieder auch die Querverbindungen zur amerikanischen Zentralbank entdeckt. Ich hatte mir Protokolle angeschaut vom FED, vom Ausschuss der amerikanischen Zentralbank seinerzeit unter Greenspan, auch unter Bernanke. Diese Leute tätigen Aussagen, das glauben sie nicht. Es gibt in Sonderberichten der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, gibt es sogar Empfehlungen, wo den Zentralbanken geraten wird, so viel Geld zu drucken, dass man sogar Aktien und Vermögenswerte und Immobilien kauft als Zentralbank. Das heißt, es gibt nur ein Ziel, das diese Geldbankster haben. Und das ist Besitzumverteilung, sonst gar nichts. Mit Besitzumverteilung haben sie Macht. Die 4 größten Banken in Amerika haben 1990 noch 9% des gesamten Bankvermögens besessen. Heute besitzen sie 44%. 4 Banken besitzen die Hälfte des Bankvermögens unserer Supermacht. Und die haben, und das geht natürlich weiter, dieses Besitzumschichtungsverfahren, das über diese zinsbasierte Geldökonomie ja sehr effizient funktioniert, über bestimmte Verträge. In Kroatien unten werden Leute ganz gezielt in Hypothekarkredite hineingetrieben, obwohl die gar nicht kreditwürdig und kreditfähig sind, weil die Bank rechtlich gar keine Möglichkeit hat, unten Grundstücke zu kaufen. Jetzt nimmt sie irgendwelche Inländer, die nehmen den Kredit auf, und dann pfände ich das Grundstück. So komme ich als ausländische Bank zu einem Grundstück, das ich haben will. Das sind von Anfang an gezielte Strategien. Und das geht von ganz unten bis ganz hinauf und von ganz hinauf bis ganz hinunter. Und das ist ein riesiger Banksterclub. Und um den auszuräuchern, auszuheben und auch wirklich verantwortlich zu machen, das ist eine große Hoffnung, die ich habe und darauf arbeite ich hin, um den auszuräuchern, müssen alle zusammenarbeiten. Ich habe heute auch mit dem Herrn Dr. Peter Pilz und auch mit dem Werner Koge ein Gespräch, wo ich denen auch nahelegen werde, dass wenn sie mich in irgendeiner Form für etwas gewinnen wollen, dann nur dann, wenn wir alle gemeinsam einen Schulterschluss machen. Da geht es nicht darum, dass sich dann jemand, irgendeine Partei später eine Medaille auf die Brust heften kann und sagen, wir haben aufgedeckt, wir haben gemacht. Das ist die Politik der Vergangenheit. Wir müssen alle, es müssen alle Oppositionsparteien, und in meinem zweiten Brief, den ich jetzt im Buch veröffentlicht habe, an den Herrn Dr. Faymann, fordere ich ihn auch auf. Faymann hat keine Matura, nicht Doktor. Ah, sorry. Ich fordere ihn auf, mein letzter Satz an ihn ist, sehr geehrter Bundeskanzler, wir haben eine Diktatur. Und es ist so wie in der Vergangenheit unsere Aufgabe, diese Diktatur abzuschaffen. Und dazu sind auch Sie aufgefordert. Und das ist nur mein Appell an Sie alle.
dass wo immer sie Möglichkeiten finden, die für sie realistisch, plausibel und sinnstiftend wirken, dass sie Bewegungen in diese Richtung unterstützen, weil ich glaube, dass wir letztlich den Großteil dieser Bewegungen alle unter eine Sammelbewegung bringen müssen. Das müsste unser erklärtes Ziel sein. Weil mir sind Leute und Menschen in diesen 5 Monaten begegnet, die an der Grenze der Not leben müssen. Die Frau Winkler, die mit dem Problem, dass sie mit der Bank zu mir gekommen ist, die pflegt ihre 80-jährige Mutter zu Hause, die 5 Schlaganfälle gehabt hat, die kriegt von der Bank nicht das Geld, obwohl die Bank das Geld hat, aber sie ist nicht bereit, es herauszugeben. Sie ist nämlich Drittschuldner in dem Fall. Und es trifft die kleinen Leute. Also ich habe den Kampf des kleinen Bürgers im Einzelfall mit der kleinen Regionalbank, mit dem Kampf eines Volkes gegenüber mit den Finanzministern und mit der Politik, mit dem Kampf eines Kontinents gegenüber den kontinentalen oder den internationalen Zentralbanken und dem Kampf einer Welt gegen eine Weltdiktatur. Das war meine Idee, diese Geschichte dann im Bankster Club zu beschreiben, wo ich diese Leute aufliste und dann im zweiten Teil meinen Vorschlag unterbreite, wie wir diese Leute jetzt aber nicht bestrafen. Es kann mir doch nicht darum gehen, dass ich einen Prozess veranstalte, wo ich dann sage, der Trichet, der Draghi, der Monti, der Lipscher, der Bröll, der wer auch immer, sollen die nächsten 20, 30 Jahre ins Gefängnis gehen. Das ist ja letztlich dieselbe Sprache, die man die letzten 300 Jahre praktiziert. Diese Inquisition braucht man nicht mehr. Aber der Effekt, wenn Sie einen Schauprozess machen, der öffentliche Effekt, und diese Leute nach Hause schicken, mit dem gleichen, was der Berlusconi machen muss, dann sollen von mindestens 1300 Politiker ein Jahr lang in irgendwelchen Altersheimen oder in irgendwelchen Gesundheitszentren oder sonst irgendwo. Das wäre für mich ein schönes Ziel und deswegen habe ich den zweiten Teil auch dazu geschrieben. Den gibt es aber erst in 4 Wochen oder in knapp 6 Wochen, das weiß ich nicht genau. Und ich werde auch den Herrn Franz Hörmann bei seinen Ideen, weil es ist ja witzig, es gibt ja wirklich so morphogenetische Felder. Ja? Es ist wirklich interessant. Ich hatte 1999, als ich seinerzeit in meiner Holding hatte ich auch ein Institut für Kapitalmarktforschung und theoretische Ökonomie. Und wir hatten damals eine große Studie durchgeführt. Und unter anderem hatte ich mir damals schon die Geldmengenentwicklungen angeschaut. Und ich habe mir dann gesagt, Ich schreibe ein Drehbuch für eine Dokumentation, die V-Dokumentation, das ist jetzt 15 Jahre her, wie der Finanzmarkt kollabiert. Und zwar innerhalb von 3 Tagen. Ganz schnell. Das habe ich aber jetzt in einem Roman vertextet, das heißt im Derventerteich. Es gibt dazu mittlerweile auch schon ein Drehbuch. Und ich hatte damals schon die gleichen Ideen oder Visionen wie der Franz Hörmann. Weil ich einfach drauf gekommen bin, dass diese zinsbasierte Geldökonomie nicht funktioniert. Sie funktioniert nicht. Sie kann den Grundgedanken der Ökonomie, und die Ökonomie hat nicht den Zweck, Profit zu machen oder zu wachsen. Das ist nicht die Aufgabe der Ökonomie. Die Ökonomie hat nur die Aufgabe, eine faire und wirtschaftlich vertretbare Verteilung aller vorhandenen Ressourcen zu ermöglichen. Und auch wenn man mich früher mal zu den Bankstern gezählt hat, das kann man, das lasse ich mir ruhig vorwerfen oder nachsagen, ich war mit Sicherheit ein Sozialdarwinist, als Unternehmer, wenn Sie 30, 40 Akademiker beschäftigen und ein paar hundert Leute im Betrieb haben und in 5 Ländern tätig sind, da haben Sie oft nicht sehr viel Spielraum und sehr viele Möglichkeiten, was ihre Entscheidungsprozesse betrifft. Aber ich war immer ein Humaner. Und ich habe mich jetzt deswegen ich bin deswegen vom Saulus zum Paulus geworden, sowieso, oder zum gefallenen Engel dieser Bankster-Klick, weil ich draufgekommen bin, dass diese Leute gar nichts davon haben. Denn wann immer sie etwas über Generaldirektoren, Vorstandsdirektoren, Aufsichtsräte hören, im Fall der Sparkasse saß ich bei einem Psychiater, der ein Institut hat für Existenzanalyse, der hat mir erzählt, dass bei ihm mehr als ein Dutzend
Führungskräfte und Mitarbeiter von dieser Bank zu ihm kommen und ihm erzählen, wie sie vom Generaldirektor und vom Management missbraucht werden, illegale Dinge zu unterschreiben und zu tun. Dieser Bankster-Club hat einen Einfluss auf unsere Lebensführung genommen, auf unsere Mitbürger genommen, auf die Medien genommen, auf die Politik genommen, auf alle, dass sie sagen kann, das ist eine Weltregierung, die ich in Wahrheit nie gewählt habe. Das ist eine Schattenregierung, die ich in Wahrheit nie haben wollte. Und die schreibt uns vor, wie wir unser Bildungssystem, unser Gesundheitssystem, wie wir unsere Budgetpolitik, unsere Ausgaben, unsere Mittelverwendung und alles zu führen haben. Und das kann es nicht sein. Hallo! Ich habe da mal eine Frage ans Mikrofon. Also wenn ich Sie so reden höre, ist es ja eigentlich so, Sie wissen ja das, was Sie uns sagen. Nur momentan existiert ja die Welt nur auf einem Geldsystem. Das wissen Sie. So, glauben Sie einfach, dass Sie da so ein kleines Blümchen zu denken, das will denn ja. Solange wir die Macht haben, werden wir auch die Macht spielen. Bedeutet auch im Endeffekt, dass wir einen Krieg führen. Das Bewusstsein, das wir heute haben, versuchen zu eliminieren. Das stelle ich einfach mal dagegen über. Sie haben vollkommen recht, Sie haben auch den richtigen Anstand, auch das zu tun. Soll ich jetzt? Bitte, kannst du eine Frage sagen an mich gerichtet, in dem Zusammenhang, wie ich das gedenke anzugehen? Ja. Ganz simpel. Also ich habe schon zwei, drei Ideen. Ich hab auch das letzte Mal den Franz Hörmann ein paar geschildert. Also die erste Idee, aber das liegt an meinem Wesen. Ich kann ein sehr widerspenstiger Typ sein. Die erste Idee war die, dass ich gesagt habe, ich möchte es organisieren, das möchte ich mit dem Koga und dem Bildzeit besprechen, dass ich 100.000 Einzelbriefe in einzelnen Kuverts an die Finanzprokuratur schicke, mit einer Forderung nach § 1, Absatz 8, Amtshaftungsgesetz, Amtshaftungsklage wegen Bröll, weil ich weiß mittlerweile, dass der Bröll die Notverstaatlichung nur deswegen durch, um die Raiffeisen zu retten. Jetzt möchte ich, dass 100.000 Bürger, jeder Einzelne, bei der Finanzprokuratur, die zuständig ist dafür, dass dort ein Forderungsschreiben eingeht über 2.842 Euro. Das ist nämlich der Schaden, den jeder einzelne Bürger hat von Österreich für diese Notverstaatlichung, dass die dort einmal zum Kollabieren anfangen. Weil sie müssen 100.000 Forderungsschreiben. Das nächste, was dazu kommt, ist eine Sachverhaltsdarstellung, wo ich alle diese Leute anführe, Konkursanträge gegen Banken stelle, auch wenn es zu nichts führt. Es geht einmal darum, so wie es die Vera Birkenbild gemacht hat, Dinge zu tun, die bei den betreffenden Stellen oder Ämtern diesen Effekt auslösen. Dass die Leute wissen, da oben, hey, da gibt es unten Bürger, die sind möglicherweise nicht informiert und nicht aufgeklärt, aber die sind nicht mehr gewillt, das so hinzunehmen. Und diese Wege, die ich dann in weiterer Folge vorschlage. Also ich habe eine Vorstellung. Die erste Vorstellung ist die, ich beginne mit der Hypo und mit der Raiffeisen und verlange per Schreiben, auch an die Finanzprokuratur, die Herausgabe der Besitzanteile der Raiffeisenbank. Für das Volk. Das würde die Regierung unter Druck setzen. Weil ich kann es ja dann entsprechend auch begründen. Und die Finanzprokuratur wird vermutlich nicht wissen, was sie darauf antworten soll. Weil ich sage, ich hätte gern die Aktien und die Besitzanteile, die derzeit im Besitz der alten Raiffeisen-Eigentümer sind, auf das österreichische Staatsvolk überschrieben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und damit habe ich aber einen Weg oder würde ich einen Weg beschreiten, wo ich Folgendes tun muss, nämlich die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Ich müsste mich ins Jahr 2009 zurückversetzen, quasi in den Tatort zurückkehren, eine völlige Rekonstruktion machen und sagen, so, wir machen das rückgängig, lieber Bröll. Wir machen das rückgängig und wir nehmen nicht die Hypo, sondern die nehmen wir gleich dazu, um 1 Euro, weil die ja nicht mehr kostet. Wir nehmen die Raiffeisen auch dazu und wir nehmen die Grazer Wechselseitig auch dazu. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wie schaut es mit der Steiermärkischen aus? Die Steiermärkische können wir so auseinandernehmen, dass die erste Bank unter Zugzwang kommt, dann sagen wir gleich, nehmen wir gleich die erste Bank auch noch mit. Und dann auch ins Eigentum des Fosses.
Weil dort gehört es ja letztlich hin. Wer steht denn bei uns in der Nationalbank im Aktionärsregister? Die Bank Austria, die Industriellen Vereinigung, die Raiffeisengruppe, das sind die Eigentümer. Na, die werden natürlich dem Liebscher nicht das erzählt haben, was sie uns erzählen müssten. Und warum der Liebscher also gearbeitet hat, wissen wir auch mittlerweile. Es gibt ja auch Dokumente, die bis ins Jahr 2001 zurückgehen, wo man schon im Jahr 2001 gewusst hat, was in der Hypo gelaufen ist. Das ist ja die Tragik an diesem System. Und deswegen glaube ich auch, dass man mit der Steiermärkischen, wenn man sie entsprechend sprengt, aber das ist sehr riskant, und da gehe ich wirklich sehr riskante Wege. Ich habe gestern dem Gerhard beispielsweise einen Fall erklärt. Ich habe Beteiligungen an mehreren Firmen. Man kann mit solchen Firmen natürlich auch einiges machen, um ein ausländisches Gericht dazu zu zwingen, gegen das österreichische Gericht vorzugehen. Ich habe beispielsweise einen Verlag in Deutschland, den ich ganz bewusst jetzt in Konkurs geschickt habe, weil dieser Verlag eine Forderung hat gegen diese steiermärkische Sparkasse. Ja, diese Forderung aber höher ist als meine Verbindlichkeit. Ja, das heißt, ich bin buchhalterisch nicht überschuldet. Ja, aber ich habe diesen Verlag gezielt in Konkurs geschickt, sind ein paar tausend Euro, nicht viele, ja, um mir den Verdacht oder den Verdacht auf mich zu lenken, dass ich diesen Konkurs verschleppt habe. Das hat folgenden Effekt. Das hat den Effekt, dass das Landesgericht in München gezwungen ist, gegen mich ein Strafverfahren zu eröffnen. Der Strafrahmen von diesem Strafverfahren ist aber höher als ein Jahr. Und das brauche ich, um in Österreich Nummernkonten aufbrechen zu können. Sie können bei österreichischen Banken nur dann die Bankkonten offenlegen lassen über die Gerichte, wenn gegen Sie ein Strafverfahren läuft, dessen Strafrahmen höher als ein Jahr Freiheitsstrafe ist. So absurd das ging noch, das habe ich gemacht. Und jetzt habe ich das München. Münchner Amtsgericht dazu veranlasst, die Konten bei der Steiermärkischen Sparkasse alle öffnen zu lassen, wo wir den Verdacht haben, dass da 20 Millionen Euro liegen, die aus anderen Mitteln stammen, um die Steiermärkische jetzt durch ein ausländisches Gericht mal so richtig unter Druck zu setzen, weil da kann weder die Finanzprokuratur, noch das Finanzministerium, noch die Finanzmarktaufsicht, noch irgendein Politikum in Österreich etwas dagegen tun, auch nicht die Frau Dr. Gries. Ich hatte keinen anderen Ausweg gesehen, weil wenn ich eine 80-seitige Anzeige gegen die Steiermärkische Sparkasse inklusive Aufsichtsräte und alle Leute einreiche beim Bundesministerium und 14 Tage später taucht dann die Frau von dem Aufsichtsrat auf, ja, welche Möglichkeiten glauben Sie dann, dass ich über den österreichischen Rechtsweg habe, um diese Konten zu finden? Also blieb mir nur diese eine Möglichkeit, dieses Risiko auf mich zu nehmen, also ich bin auch bereit, solche Dinge zu tun. Und es bleibt uns nichts anderes übrig, als, ich will jetzt einmal so sagen, kreativ zu sein in unseren Ideen und Lösungswege zu erschließen. Weil was kann mal passieren? Gar nichts kann mal passieren. Selbst wenn es zu einem Verfahren kommt, ich habe dort immer eine Erklärung oder immer eine Entschuldigung. Und selbst wenn es mal straf geht, ich zahle es weg und finita della Commedia. Aber ich habe zumindest es erreicht, dass ich eine Burg, dass ich eine uneinnehmbare Festung zumindest einmal angekratzt habe. Und wenn ich die Steiermärkische so weit habe, dass ich dort jeden Beleg umdrehen kann, und da gibt es Geschichten, die ich über diesen Generaldirektor gehört habe, vor kurzem war etwas in der Zeitung, 30 Vorwürfe hat man denen vorgeworfen, da war aber nicht ich dabei. Wenn wir die aufbrechen, die Steiermärkische, und dort uns die Bilanz anschauen, dann ist die erste fällig. Und wenn die erste fällig ist, dann sind wir auf der europäischen Ebene. Über das Gleiche mache ich dann mit der Deutschen Bank. Das Gleiche mache ich, dass ich für das europäische Volk beim Europäischen Gerichtshof die Anteile an der Deutschen Bank einfordere. Weil die Deutsche Bank gehört in Wahrheit auch uns. Und zwar deswegen, weil die Griechen, die wir gerettet haben, zum Großteil über die Deutsche Bank refinanziert worden sind für ihre Exporte und Importe. Und man die Griechen nur deswegen gerettet hat, weil die Deutsche Bank sonst gekippt wäre. Also sage ich, ich brauche jetzt nicht die Griechen und die Anleihen von denen und die Sicherheit von denen. Ich will die Deutsche Bank haben. Das ist der europäische Weg. Und wenn ich eine von den Big Four habe, Deutsche Bank, JP Morgan, Goldman Sachs etc., wenn ich eine von den Big Four habe, dann bin ich schon auf der Ebene, weil die Deutsche Bank hat eine Bilanzsumme von mehr als 1000 Milliarden Euro. Wenn ich eine von diesen Großbanken dran habe und das rechtlich
Wir brauchen nicht auf die Straße gehen. Wir können uns über das Internet auf völlig friedlichen, demokratischen Weg organisieren. Wir müssen nicht auf die Straße gehen. Wenn ich die so weit habe, dass beim Europäischen Gerichtshof es zur Debatte steht, ob das dem Volk gehört oder nicht, dann können wir gleich mit einem Aufwaschen alle anderen Bankbilanzen uns auch anschauen und sagen, wisst ihr was, machen wir gleich alles ins Eigentum des Volkes und wir stellen das ab. Es gibt in Zukunft. Und die Banken haben in Zukunft nur einen Effekt, das habe ich in meinem Roman so beschrieben, das sind nämlich sogenannte Food Banks. Sie haben, heute haben sie den Zweck, Existenzen zu verteilen. Was tut eine Bank? Sie verteilt mit ihrem Geld, das sie verteilt, erhaltet sie Existenzen. In Zukunft soll sie auch Existenzen erhalten und verteilen. Aber nicht mit Geld, sondern mit anderen Dingen, damit diese Leute nicht ganz arbeitslos werden. So, ich danke für die Aufmerksamkeit, hoffe auf viele Bestellungen. Eine Ausbildung, was man real machen könnte, möchte ich jetzt den Joe Ofenbeck von der Wiener Wende herausbieten. Und zwar die schon, die Wiener Wende stellt er kurz vor und die haben aktive Aktivitäten, was die Hüpfbahn anbelangt. Und dann anschließend werden wir uns den Ubuntu-Song von Andreas Körber anhören. Okay. Aber mir ist es wichtig, der Bade da hinten, ja, aus Germany wird uns ein Ubuntu-Song, aber wenn du, Joe, kurz sagst, wer die Wiener Wende ist, und dass man eigentlich Möglichkeiten hätte, da zu tun. Also ich gratuliere tatsächlich, das ist ein erfrischender Auftritt, wissend, bin ganz beeindruckt von Ihrer Einsicht und auch von der logischen Brillanz, mit der Sie die Dinge vorgehen. Die Wiener Wende bewegt sich sehr ähnlich. Ich freue mich, dass Sie auch praktische Beispiele zitieren, wie man dieses gewaltige Problem angehen kann. Das ist die Aufgabe auch der Wiener Wende. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, praktische Lebenshilfe an die Bürger zu geben. Nicht zu reden, sondern zu tun. Und ich sehe hier gewaltige Ansätze, wie wir gemeinsam was tun können. Und freue mich jetzt schon, hier spricht tatsächlich ein Schattenminister, ein Schattenfinanzminister der kommenden Regierung, die wir haben werden. Wenn dieses Kartenhaus zusammengestürzt sein wird. Also bitte Wienerwende.org, ich glaube, ihr müsst es nur googeln und ich freue mich, wir werden sicher Gelegenheit haben, unsere Vorhaben, das heißt Ihre Vorhaben, mit denen der Wiener Wende zu bündeln und vor allem Sie zu unterstützen. Ich freue mich schon. Super. Liebe Freunde, diese Energie, die heute da ist, ist ja unglaublich, oder? Das war ein Vortrag. Das erste Mal, zumindest, ich höre das erste Mal in diesem Kreis und ich bin stolz, dass es einen Franz Hermann in Wien gibt. Ja? Ja. Ich bin stolz, dass es einen Monte Cristo in Graz gibt. Gut, ich glaube, der hat auch einen Gleisdorf, aber den liegt in Wien. Folgenden Vorschlag noch. Wir haben mit dem Franz Hermann heute nicht viel gehört. Ja? Ich habe da noch, wenn wir ein, zwei Songs schon anhören und der Franz dann bitte seine aktuellen Geschichten jetzt an und dass die Leute dich dann noch Fragen stellen können. Ja, wir tun mal singen, setzen wir uns nieder. Danke, Andreas. Danke. Also ich finde es ja so fantastisch, dass wir haben in unserem sozialen Netzwerk, was sich nicht nur im Internet aufhält, sondern sich real hier und überall trifft, einen Freeman, den Joe Kreisel, der Freeman, der erste Freeman in Austria. Jetzt haben wir einen Friedman, der auch noch, wie diese Witze von diesem Film, ich weiß nicht, wer von euch den kennt, mein Freund Hase, der hieß auch Harvey, der ist bislang immer unsichtbar gewesen, jetzt kriegt er ein Gesicht. Und dann noch ein Friedman, ein Friedensmann. Und es bündeln sich gerade in diesen Tagen ganz viele Kräfte. Ich darf mich vielleicht kurz vorstellen für die Leute am Radio auch. Andreas Körber, Wortkraftschwingung ist meine Passion. Es bündeln sich ganz viele Kräfte, die entspringen eigentlich alle derselben Quelle, wahrscheinlich der Urquelle. Manche würden Gott dazu sagen, dem Schöpfer. Und diese Quelle bricht zum Beispiel auf, jetzt am Wochenende, Conchita Wurst hat den European Contest für Österreich gewonnen,
mit einer überwältigenden Mehrheit hat damit auch ein Zeichen gesetzt. Also zufällig ist die Karin Gumpelmeier, die jetzt auch hier als Gründungsmitglied, meine Frau, mein Schatzi, dabei ist, genau, ist eine sehr gute Freundin von dem Tom Neuwirth. So heißt er nämlich mit bürgerlichen Namen, Conchita Wurzel. Und das ist ein ganz, ganz aufgeweckter junger Mann, der als dieser kleine, und er wird mir das verzeihen, kleine, schmächtige, blonde, kleingewachsene Jüngling mit einer fantastischen Stimme, wäre er niemals in diese Position gelangt. Sondern er hat sich getraut, eine Rolle zu spielen und ein Kostüm anzuziehen. Und das ist ihm brillant gelungen. Er hat eine fantastische Ausstrahlung. Das Selbstbewusstsein, was ihm dieses Kostüm verleiht, ist unschlagbar. Das hat uns ja jetzt gerade ganz Europa bewiesen. Das war ja ein Voting, was über die Bevölkerung eine demokratische Wahl stattgefunden hat. Und der erste Satz, den er nach seiner Nominierung, nachdem er gewonnen hatte, gesagt hat, war, dass dieser Preis und dieser Tag für die Zukunft des Friedens und der Liebe stellvertretend steht. Und dass dieser Impuls ist aus Österreich ausgegangen. Und von hier kommen sehr viele Impulse gerade aus. Ubuntu ist ein weiteres Merkmal. Ich habe bei der Tournee, bei der vierwöchigen Tournee mit Michael Tellinger, den Klaus Dohner lieben gelernt. Ein fantastischer Mann mit einem kindlichen Geist, wie er schöner und einfacher und einladender gar nicht sein kann. Klaus Dohner ist jetzt gerade in Japan. Morgen, am 14., ist er berufen von verschiedenen Priestern, Zen, Buddhisten, Urpriestern, zur Eröffnung der Portale, die über unsere Pyramiden auf unserem Planeten Erde vernetzt sind, zum Öffnen. Das heißt, da wird eine Energie freigesetzt, eine vernetzte Energie, die natürlich was mit dem Kollektiv und der Verbindung und dem Einssein von uns allen zu tun hat. Ubuntu heißt, ich bin, weil wir sind. Und ich finde es großartig, dass diese Energien, lieber Harvey, wenn ich Harvey da sagen darf, lieber Harvey, du hast so wunderbare Ideen, die du mutig genug bist zu äußern und auch umzusetzen. Und du hast hier überall, denke ich, von jedem Einzelnen hier einen hundertprozentigen Zuspruch. Und wir sind gut vernetzt. Und deine Ideen sind ganz andere wieder als die von anderen. Und genauso muss es auch sein. Individuelle Ideen, die wir einfach umsetzen. Selbstermächtigt. Du meinetwegen mit 100.000 Leuten, die das angehen, was du gerade vorgestellt hast. Franz wiederum mit anderen 100.000 Leuten. Ich mit 100.000 Leuten. Und jeder einzelne von uns mit 100.000 Leuten. Weil wir es einfach tun. Selbstermächtigt. Und da liegt eine ganz großartige Kraft drin, die am Ende darin mündet, dass wir real kooperativen Individualismus ausleben. Da macht jeder, was er für richtig hält. Und das ist eigentlich vom Herzen her immer gut. Und wir führen uns alle gegenseitig in die Freiheit, in die Entsklavung. Jetzt habe ich weniger gesungen als gearbeitet. Damit das Internet auch noch was mitbekommt. Jetzt habe ich meinen Deck da. Ehrlich gesagt bin ich ganz schön aufgeregt gerade. Mir schlägt mein Herz bis hier oben hin, weil ich das liebe, dass wir uns alle so einig sind, obwohl wir so extrem verschieden sind. Und das ist genau der Weg. Das eint uns nämlich. Uns so auszuleben, wie wir sind. Und der liebe Gernot hat den Song Ubuntu so groß vollmundig angekündigt.
den gibt es bislang nur als Sounddatei, sag ich mal. Aber ich habe meine Gitarre so umgestimmt, dass es auf jeden Fall in 192,03 Hertz der Protonenresonanz schwingt. Kenner dieser Frequenz, Mythologie möchte ich mal sagen, das ist auch einfach eine Wissenschaft, eine Urwissenschaft, wissen, dass 192,03 Hertz Schwingung des Protons ist und die vernetzt uns mit allem, was ist. Das ist die stehende Resonanzwelle des gesamten Kosmos, alles, was verdinglich ist. Und ich improvisiere einfach jetzt, so wie ich es am liebsten immer mache. Ablesen, was ich sage und singe. Wir sind vielleicht 30, 40, 50 Leute hier. Jeder einzelne von uns hat eine ganz eigene Geschichte. Viele Höhen und Tiefen, viel Liebe und manchmal Hass, viel Ängste, die uns oft in die Ecke drängten. Warum das alles? Oftmals wegen dem Geld. Nun werden wir es gemeinsam ändern, dass das Geld unsere Sklaverei begründet. Das heißt nicht, dass nun etwas anderes diesen Platz der Sklaverei-Begründung einnimmt. Nein, 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 denn wir ermächtigen uns selber.
wir sind eins, sind uns einig, ja. Wir sorgen alle, jeder für sich und für den anderen, für eine Selbstbewunderung. Wisst ihr, was das heißt? Selbstbewunderung. Wir warten nicht mehr drauf, dass jemand anders für uns bewundert. Oh. Sondern wir besorgen uns selbst unsere Wunder. Wir werden Selbstbewunderer. Ganz rein, ganz sauber, ganz heilig. Ohne irgendeinen Dreck oder irgendeine schlechte Motivation dahinter. Wir bewundern uns selbst im Sinne von Ubuntu. Ich bin, weil wir sind. Bravo! Hey, wir sind doch knapp hier, oder? Wir sind voll super. Dankeschön. Ja, lieber Pavi Monte Cristo. Lieber Andrea, Sie haben da einen wunderbaren Beitrag geleistet zu unserem netten, erbaulichen und informativen Vormittag. Und ich möchte das jetzt abschließen mit einer kleinen Erklärung, wie es dazu kam, dass wir uns in dieser Versklavung wiederfinden und was wir aus heutiger Sicht wahrscheinlich dagegen tun können. Ich habe Ende der 80er Jahre bereits begonnen, aus wissenschaftlicher Sicht die Buchhaltung und die Bilanzierung zu hinterfragen und ziemlich schonungslos die Defizite aufgezeigt, die man auf der Website antibilanz.info lesen kann und auf etlichen meiner auch veröffentlichten wissenschaftlichen Publikationen, die in der Kollegenschaft und in der Mainstream-Wissenschaft zunächst auf Unverständnis gestoßen sind. Wo man dachte, nicht sehr viel damit anfangen zu können, aber heute sehen wir, dass genau diese Mängel, die ich damals aufgezeigt habe, der wirkliche Grund dafür ist, warum Banken zusammenbrechen, warum Staaten aus ihren Schulden nicht mehr herauskommen. Und wir wissen natürlich heute auch, dass das keine Versehen war, dass das keine technischen Fehler waren, sondern dass das im Kern beabsichtigt war. Es war ein System, das genau auf diesen Zusammenbruch hin programmiert ist. Und deshalb ist es auch so peinlich, wenn ein Wissenschaftler diese Fehler frühzeitig aufzeigt, weil ja dann der Überraschungseffekt nicht funktionieren kann. Aber auf der anderen Seite, wenn man diese wissenschaftlichen Analysen heute ernst nimmt, dann geben sie uns genau auch die Mittel in die Hand, wie wir in ein anderes System kommen können, wo wir im Sinne von Ubuntu, also im Sinne einer Gemeinschaft, wo wir gegenseitig füreinander da sind, anstatt uns zu kontrollieren, zu überwachen und gegenseitig zu berauben, durch die Hilfeleistung und die Unterstützung zur individuellen Entfaltung kommen können. Ein reines Zählsystem, ein reines mathematisches Verwaltungssystem an sich kann ja nicht gut oder böse sein. Es ist nur die Art und Weise, wie hier Werte verzeichnet und entwickelt werden, die man dann natürlich auch aus moralischer Sicht in Frage stellen kann und die langfristig diese negativen Konsequenzen zeigen, die wir alle heute erleben müssen. Das bedeutet, alle diese Kritikpunkte, nämlich die mangelnde Informationsfähigkeit von Bilanzen insbesondere, der Widerspruch der Kapitalmarkttheorie und der Bilanztheorie, die wissenschaftlich vollkommene Unbegründetheit der Bewertung von Anlagevermögen, ja, alles das beweist sich heute als der Kern der Probleme, den sowohl die Staaten als auch die Banken haben. Und wenn wir genau das tun, wenn wir die Funktion der Bank im Sinne der Öffentlichkeit und der Bevölkerung in eine andere Struktur umgliedern, das bedeutet, dass wir Leistung im Konsens neu messbar machen und auch den Konsum, ja, aber mit einer anderen Regel als bei der Leistung, ja, messen und verzeichnen, dann können wir alle kooperieren und keiner kann in so einem System jemals wieder zu Lasten anderer sich bereichern. Das ist der ganz wesentliche Punkt. Es ist eine rein technische, organisatorische Frage, ob es überhaupt denkmöglich ist, dass Menschen oder Menschengruppen sich zu Lasten anderer bereichern. In einem System, wo die Kooperation schon in der Struktur abgebildet ist, wird es denkunmöglich sein, sich zulasten anderer zu bereichern und alle werden
gerne und freiwillig kooperieren, um miteinander gemeinsam in einen besseren Wohlstand aufzusteigen, der sich dann auch nicht mehr rein materiell, sondern in Fähigkeiten, ja, in geistiger Freiheit und in individueller Entfaltung bemessen wird, wo wir dann auch die heutigen eindimensionalen Maßzahlen langsam nicht mehr benötigen werden. Wir werden dann einfach vieles nicht mehr in Zahlen abbilden, sondern in Bildern, in Szenarien, vielleicht in Theaterstücken oder in Musik. Nicht, was mir eigentlich sehr sympathisch wäre. Also Musik über die Frequenzen, das ist ja ganz klar, ist ja auch nichts anderes als eine Maßzahl, aber wir nehmen sie doch über mehr Sinne wahr, als nur die Tabellen heute von Bilanzen oder von Kontensalden. Also eine Saldenprüfung ist bei Weitem nicht so erregend, ja, und ästhetisch wie der Genuss deiner musikalischen Darbietung zum Beispiel. Du etwas sagen? Bitte. Ich habe vor 3 Wochen in der Steiermark einen Platz Ubuntu gewidmet, der Idee, und die Idee wird sich in eine Struktur abbilden. Und der Platz ist in der Südsteiermark und steht einfach offen für jeden, die Idee Ubuntu zu teilen. Und ich möchte euch einfach bitten, jeden einzelnen von euch, wenn ihr möchtet, den Beitrag zu geben, die Idee Ubuntu wirklich manifestiert zu sehen. Und die Manifestation hat so begonnen, dass ich beschlossen habe, ein Containerhaus zu bauen, wo jeder seine Talente und Fähigkeiten an diesem schönen Platz gemeinsam für Tage oder Wochen erleben kann. Danke. Ja, vielen Dank. Das ist eine wunderbare Überraschung, dass also Ubuntu die Idee so schnell sich manifestiert und fühlbare Früchte trägt. Und damit möchte ich euch allen danken für euer Dasein, für euer Hiersein, für eure Anteilnahme. Und ich freue mich darauf, in diese neue Gesellschaft friedlich, freundlich und fröhlich mit euch gemeinsam hinüberzugehen. Ja. Alles Gute. Danke vielmals.